Showtime. Hallöchen, liebe YouTube-Freunde und hallöchen alle Leute im Livestream. Wir nehmen mal kurz ein bisschen auf. Wir wollen nämlich nachher Watchtime-Tag machen, wenn alles gut verläuft. Mal sehen, vielleicht auch nicht. Man will ja immer viel, aber was funktioniert, ist immer eine andere Sache. Aber zumindest hat man Ziele und Pläne, die man versucht umzusetzen. Und bevor wir das davor, nimm mal ein bisschen auf. Wir machen ja immer noch Liebesfest. Wir kämpfen uns so. Ich habe es jetzt geschafft. Wir können ja schon mal rumsappen. Ne? Wir sappen schon mal zurück. Ding dong. Ding ding. Ich habe es geschafft, zum Beispiel hier. Ne, weil viele denken, es ist nicht wichtig, ist aber sehr wichtig. Und zwar dieses, ihr seht, was ihr nicht seht. Warte. Und zwar dieses Amulett hier. Ja, das hat jedes Mal einen anderen Namen. Bei mir heißt es gerade Splitter des tänzelnden Glücks. Sehr geile Scheiße, Mann. Also das heißt bei jedem anders. Bei jedem Charakter heißt es anders. Bei mir passt es, Gott sei Dank, ist das ein geiler Spruch. Splitter des tänzelnden Glücks. Das passt ja wieder mal so total zu mir bei Hypnotiker. Scheiße, Junge. Mir ins Auge. Das kann ja nicht wahr sein, Junge. Welch ein Zufall wieder, dass das so völlig passt. Ja, und jedenfalls dieses Amulett, das ist, kriegst du beim Liebesfest. Wir gehen da jetzt mal hin, ich zeige euch das mal. Also, das Wichtigste daran ist, dass du die Werte bekommst, die du brauchst auf dein Level. So, und wie wir ja wissen, so Ringe, also hier so eine Lumpe hier in diesen Fächern hier, also Ringe, Ringe und Schmuck und Halskette, ist ja immer schwierig zu bekommen. Da hast du meistens immer irgendwie so ein bisschen Gülle in der Tasche oder so. Ne? Wenn du da was bekommst, was dein Level entspricht und was deine Attribute entsteht, also dass du die richtigen Attribute drauf hast, dann hast du ja wie ein Sechser im Lotto, kannst du ja sagen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, das dort zu machen, das Liebesfest, weil du halt dieses Amulett bekommst, was genau richtig ist für deine Klasse und für deinen Charakter sozusagen. Ja. Und wie man sich denken kann, hält das auch eine Weile. Also weil, ne? Weil es ist halt rar, es ist halt selten sowas. Also denke ich mal, also ne, du kriegst ja nicht alle 10 Meter, wie ich schon zu Wolfi sagte, du kriegst ja nicht alle 10 Meter so eine Halskette geschenkt. Hier, und wenn man mal guckt, Gegenstand Stufe 293, ne, das ist also in meinem Fall natürlich klar bei meinem Level, den ich habe, aber trotzdem, ne, also ich bin jetzt Level 66 und habe dieses Amulett, also die 4 Level, die ich noch steige bis 70, kann man sagen, ist dieses Amulett Gold wert. Und wenn du jetzt einen kleineren Charakter hättest, dann kannst du dieses Amulett kannst du locker 5 Level weiterspielen. Also, ne, weil das hat halt hohe, das hat halt einen Endskill auf dem Level, den du gerade bist. Wenn du ein 30er bist, dann kriegst du ein Endskill-Amulett. Auf ein Endskill-30er-Amulett. Ergo kannst du dieses Amulett auch bis 35 spielen oder behalten und hat immer noch seine Wirkung oder bis 32, 33 auf jeden Fall noch eine ganze Weile am Hals haben. Was einen Sinn sinnvoll hat, als ein Amulett zu haben, was ja keinen Sinn hat, verstehst du? Weil es halt zu low ist oder du kein Neut bekommst. Kann ja durchaus passieren, dass du kein Neut bekommst. Ja, und dann rennst du halt mit deinem 30er mit dem Amulett, Halsamulett oder mit dem Ring rum, was Level 20 hat. Verstehst du, was ich meine? Und das Ding ist halt krass. Das Einzige, was das noch steigern kann, sind Erbstücke, die halt mitwachsen. Naja, bloß mit Erbstücke ist ein anderes Thema. Das können wir ja irgendwann mal auf. Damit haben wir uns zur Lichtking-Zeit rumgeschlagen, alle. Da war das Thema mal ganz groß gehypt, Erbstücke. Inzwischen wurden ja Erbstücke praktisch von der breiten Masse vergessen. Die neuen Spieler, die wissen ja teilweise ja nicht, was das ist. Ja, also Erbstücke sind Klamotten, ich kann es ja mal kurz sagen. Erbstücke sind, also kriegt man in allen Sachen, also man kriegt Erbstücke, also Erbstück Waffe, man kriegt Erbstück Schulter, Erbstück alles Mögliche. Und diese Erbstücke, die wachsen mit deinem Charakter mit. Und ab einem gewissen Level musst du die aufwerten, die Erbstücke, damit sie weiter wachsen. Ja, ne, eine Zeit lang gab es dann den Spruch, ja, die bringen nichts. Aber wie ich jetzt gesehen habe, ich habe einen Jäger spielen sehen mit Erbstücke und der hat böse, hat der diese Dinger hier gefarmt. Da sind alle einfach umgefallen. Einfach alle sind tot umgefallen. Der hat einfach mit seinen Erbstücke, hat der einfach einen Vorteil gehabt, weil der endgeskillt mit seinen ganzen Klamotten, die sich komplett angepasst haben auf die Aufgabe, die er zu leisten hat. Naja, und das ist natürlich dann schon was anderes, als wenn du da mit deinen Krepp-Klamotten ankommst, die nicht hier und da nicht ganz komplett auf Endskill sind. Verstehst du? Das ist halt doch immer noch ein Vorteil mit den Erbstücken irgendwo, finde ich. Zumindest habe ich das so für mich gefühlt, als ich den Jäger mit dem Pet spielen habe, sehen wir seine Erbstücken. Wie gesagt, der hat alle mit einem Schuss, teilweise 2 Schuss Minimum, sind die alle tot umgefallen auf sein Level. Ist schon eine Leistung, ne? Mit den richtigen Erbstücken, mit den richtigen Klamotten, ist schon eine böse Leistung, muss ich mal sagen. Und während du da rumkämpfst wie so ein Idiot und denkst, warum fällt dir keiner tot um und warum dauert das so lange?
Ist natürlich klar, weil ich einen höheren Level habe und weil der Level sich angepasst hat bei den Mobs. Aber trotzdem, er geht ums Prinzip um der Geschwindigkeit. Er hätte ja länger brauchen müssen mit seinen Dingern. Aber wie gesagt, Erbstück ist eine Wissenschaft für sich. Wo ist meine Katze? Ja, und ihr habt ja gesehen, so schwer ist das nicht. Ne, man muss halt hier bei dem Ömels hier, kann das nochmal ein Video zeigen, weil ich glaube, das Liebesfest ist schon seit Jahrzehnten oder so, ist immer das gleiche, glaube ich. Also zumindest kann ich mich an diese Edelsteine-Farben erinnern, das war früher auch schon, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie das geändert haben. Ne, man macht halt bei dem Typen hier so 3 Quests oder so. Immer das Quest, wo du praktisch... da rennst du mit der Kiste raus, genau wie in Sturmwind, rennst du eine Kiste holen. Das andere Quest ist, wo du dir eine Analyse machst von den Wachen, mit ihrem Dunst, der ihn umgibt. Das ist die zweite Quest und die dritte Quest, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr. Und die dritte Quest ist, wo du die Frau da besuchst, die geprellt wurde von den Goblin. Und dann gibt es noch die vierte Quest, wo du dann nach Silberwald musst, um da die Typen alle zu klatschen und da die Dokumente einzusammeln. Und wenn du die hast, dann wirst du zugelassen, dass du dir die Instanz machen kannst. Ja, und dann machst du ein paar Kämpfe, droppt nicht beim ersten Mal das Amulett, manchmal ja, manchmal nee. Aber wenn du so 3, 4, 5 Kämpfe gemacht hast, oder lass es 6 sein, dann hast du auf jeden Fall dein Amulett. Ne? Easy. Also muss man, wie gesagt, nur schnell die Quest alle erledigen, dass man zugelassen wird für die Instanz da. Bleib sauber! Kann ich allen Leuten nur empfehlen. Also wer jetzt gerade WoW spielt oder der irgendwann mal dieses Video in der Zukunft hört und dann gerade dieses Liebesfest wieder am Kommen ist, merkt euch die Worte, Mann. Echt mal. So. Ich habe jetzt hier noch nicht fertig. Machen wir das mal noch schnell fertig für Hypnotica. Ich habe genau das. Also mit Hypnotica warte ich immer, die ganzen Sachen zu machen, damit ich die halt im Stream machen kann. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Ne, bei den anderen Charakteren ist das jetzt nicht so wichtig. Im Moment sieht man jetzt nur die anderen Charaktere, weil ich halt die alle durchziehen will bei dem Liebesfest. Normalerweise würden wir ja meist größtenteils nur, also ziemlich größtenteils, vielleicht ab und zu mal ein paar andere, aber größtenteils ist ja die Geschichte von Hypnotica erstmal nicht alle anderen Charaktere. Ergo spiele ich die an, muss ich die anderen nicht unbedingt in der Aufnahme spielen. Jetzt ist es halt gerade mal so, weil wir die halt... Oh, 9000 XP-Punkte. Zu geil, Mann. Also, das ist einfach zu geil. Na dann. Schönen Tag auch. 9000 XP. Ich kann es nicht verhindern, auf Level 70 zu kommen, Alter. Schwede. Ich war noch nicht mal in der Dracheninsel. Kommt bald wieder. Ich habe noch nicht mal Shadowlands richtig gesehen, verstehst du? Ich steig schneller am Level, als ich mir eine Klamotten habe. Ich muss mir meine Klamotten im Auktionshaus kaufen, damit ich auf mein Level überhaupt die Klamotten habe, die ich haben sollte eigentlich. Ist das nicht lustig? So, zeig mal her. Komm her jetzt hier. Ich muss euch alle lieb haben. Mach doch mal jetzt hier. Renne. Ich liebe dich. Dich liebe ich auch. Oh, guck mal, das ist ja süß. Ein Level 1 Ork-Kriegerin oder was? Das ist ein Ork-Mönch. Echt? Orks können Menschen werden? Menschen? Mönche sein? Guck mal. Und sie hat den Gürtel aus Pandala. Aus Pandaria. Pandala vor allem. Panda. Pandala vor allen Dingen. Sie hat den Gürtel aus Pandala. was ist denn das für ein Stück Land? Wird erst noch muss erst erschlossen werden im WoW. Pandala. Da wohnen die ganzen Pandas im Pandaland. Das ist ja süß, Level 1. Hat sie sich hierher gequält von du, vom Startding, von Durotan den ganzen Weg hochgelatscht, also vom Startgebiet der Orks. Den ganzen Weg durch Durotan gelatscht, von der Steppe dahin bis hierher. Ist einfach, ne? Auf jeden Fall ist nicht so weit, glaube ich, wie als wenn du von Under City Startgebiet nach Under City laufen willst. Da läufst du ein bisschen länger, ey. Guck mal, die hat auch einen schönen Haarschnitt. Schön. Ist das eine Dings? Oh, ey, bleib doch mal. Ich wollte doch mal ein bisschen glotzen und so. So, komm mal her. Ey, bleib mal hier. Ich muss dir doch Liebe geben. Komm mal jetzt hierher jetzt, Mensch. So, oh, guck mal, die brauchen alle Liebe hier. Du da. Und du. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ihr kriegt alle Liebe. Ja, bin ich schon fertig an die 3, ne? Ihr braucht alle Liebe. Ihr habt es euch verdient. Ihr werdet geliebt. Du da, komm mal her. Du auch. Achso, du hast schon. Den habe ich schon geliebt. Du da. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Hä? Alles gut auf euren Reisen.
Ach so, das ist ja von dem. Ich sterbe. So. Wo steht noch einer zum Lieben da? Liebe dich. Bitte schön. Ich liebe dich. Ich träum von dir. Und wenn ich ein Herz schmeiß, dann bist du bei mir. So, hey, schau mal her. Wie geht's euch so? Ja, warte. Danke. Danke, gut, ja. Bleibt gut drauf. Ja, tschüss, Sikowski. Viel Glück. Dun, 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 dun. Übrigens noch eine tolle Strategie. Ja, mein Tipp ist eigentlich allgemein bekannt seit vor Burning Crusade, seit WoW angefangen hat oder so, aber auf jeden Fall zumindest spätestens ab Lich King. Wenn ihr euch immer in der Stadt ausloggt, ja, ganz wichtig vielleicht, für Leute, die unheimlich schnell leveln wollen, ja, dann wäre es ganz angebracht, wenn ihr euch in der Stadt ausloggt, weil dann kommt der ausgeruht wieder und dann kriegt der, wie ihr hier sehen könnt, 200% mehr Ruf, also mehr Erfahrungswerte. Ja, dadurch steige ich auch nochmal sehr schnell in den ganzen Leveln, weil ich ständig einen ausgeruhten blauen Balken habe. Wenn der Balken nicht blau ist und eine andere Farbe hat, dann kriegt ihr weniger Prozente Erfahrung. Also die XP-Punkte kriegt ihr, ich kriege plus 200% XP. Das liegt daran, weil ich einen blauen Balken habe. Und dadurch, dass ich immer mich in den Cities auslogge und von den Cities direkte Einsätze mache, habe ich auch die volle 200% XP-Chance, also mehr XP zu, also nicht Chance, sondern 200% mehr beim XP bekommen sozusagen. Ne? Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr für die Leute, die unbedingt sehr schnell leveln wollen. Also wenn ihr mehrere Charaktere habt und ihr merkt, der Balken da unten, der ist halt nicht mehr blau, ja, dann würde ich halt auf einen anderen Charakter leveln und mit dem anderen weiterspielen und dann nächstes Mal mit dem weiter, bis er wieder blau ist. Ne? Und dann immer so, dass man immer die 200% hat. Also wenn man jetzt unbedingt schnell leveln will. Aber es gibt auch andere Tricks, wie man schneller leveln kann. Es gibt ja Level Guide, wie man innerhalb von wesentlich 6 Stunden oder so den Charakter von 0 auf Endskill bringen kann. Zwar muss man sich dann die Frage stellen, warum man eigentlich WoW spielt, aber naja, ist ja so. Also, wem es Spaß macht, ne? Da gibt's ja, brauchst du bei Google nur eingeben. Ja, keine Ahnung, wenn das ein Paladin hast oder allgemein, gibt es halt ein Power Level WoW oder so oder WoW Power Level. Wenn du noch dennoch deinen Charakter dahinter eingibst oder so, vielleicht gibt es da nochmal extra Tipps für den Charakter oder so. So zum Beispiel für den Paar, zum Beispiel wie mit Waffen. Da gibt es zum Beispiel Tipps, wie, was sind die besten Slots? Also was sollte dein Charakter best Slots? Das heißt also, welche Items solltest du als besten für deinen Charakter haben? Wie zum Beispiel der Paladin mit seiner Schotten-Dingsbums-Blag, Zweihandwaffe-Klinge da. Ja, das ist die beste Waffe für den Paladin zum Beispiel. Aber wie gesagt, das ist dann, wenn man mal so richtig aufdrehen will, mal richtig am Hahn und so richtig übertrieben will und der Mystic Plus Plus Mystic 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 Plus spielen will und den letzte DPE raushauen will und den letzte Grit und weiß ich nicht, ja, dann ist das, glaube ich, interessant. Wenn du jetzt einfach nur Gaming machen willst und einfach nur spielen und jetzt hier keine Kopfschmerzen machen willst, dass du jetzt den größten Schadensausbruch hast mit deinem Add-on, was dir anzeigt, wie viel Schaden du machst, so dass alle sagen können, alter Schwede, wo holst du denn den ganzen Schaden los? Ja, du scheinst ja echt einen Schaden zu haben. Ja, pass mal auf, ich muss jetzt mal zur Mutti. Was braucht ihr? Mit der Magierin kann ich das ja am schnellsten. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Ja, wie großzügig. Es war gut. Ich hab doch keine Klinge, Herr Drunzeck. Sagen Sie mal, soll ich Mutti von Ihnen grüßen? Ich grüße mal Mutti von Ihnen, okay? So, weil Mutti kriegt jetzt auch, hab ich überhaupt noch als Ketten dabei? Nö, bastel ich mir noch mal schnell eine Kette. Nee, warte mal, brech ab. Ich bastel das direkt von Mutti. Da freut sich Mutti, dass immer was Handgemachtes bekommt. So, genau. Okay, mit dem Marker geht der ruckzuck. Mit dem anderen mache ich das jetzt nicht, weil es würde sonst zu lange dauern, nach Mutti zu kommen. Haben wir alle soweit, ja, ne? Ach so, lass mich noch mal zurück. Ich will auch den. Pass auf, ich will euch was zeigen. Ich will euch doch verzeigen mit dem Zeiger. Pass auf jetzt, hier ist ein Zeiger dran. Da ist ein Zeiger dran. Ich mache euch jetzt ein ganz großes Liebesherz. Das macht dieses Amulett. Das ist, ob das bleibt, weiß ich nicht. Aber zumindest jetzt macht das gerade. Pass mal auf. Also das muss immer erst aufladen. Aber wenn es aufgeladen ist, kannst du das machen. Pass auf jetzt hier. Achtung. Warte mal, wir... Achso, scheiße, ich habe nicht das Ding an. Oh, jetzt muss man 30 Sekunden warten. Oh, warte mal, wir können es aber trotzdem schon mal rinziehen. Und dann machen wir wieder weg. Pass mal auf. So, machen wir jetzt mal weg, dann sehen wir besser. Mal kurz warten.
So, wir machen jetzt Liebe. Ganz viel großes Liebe machen wir jetzt. Pass auf jetzt. Attention, please. Okay, jetzt Amulett aufgeladen. Achtung. Oh nein, das war zu nah dran. Scheiße. Ey, ich hab's ja mit jedem Charakter. Können wir gleich nochmal machen mit dem nächsten Charakter. So, jetzt haben wir erstmal eine Abklingzeit von 10 Minuten. So. Kein Problem. Mann, das war wieder so ein Anfängerfehler. So. Mutti, wir kommen. Mutti! Wasch. Wusch. Zack. Jetzt habe ich geleakt, wo ich hin mich teleportiert. Das wissen alle, dass ich in eine andere City mich teleportiere. Naja, wo soll die Untote auch sonst hin? Ich meine, die lebt ja da schließlich, also. Theoretisch gesehen. So, Lalle. Ich werde mal zur Mutti in offizieller Kleidung gehen, oder? Dann freut sich Mutti. Wir gehen mal in offizieller Kleidung zur Mutti. Also in offizieller, wie heißt das? Thronfolgekleidung, ne? Also Anwärter des Thronen sozusagen. Ich habe nicht ewig Zeit. Lüg doch nicht. Du hast immer Zeit. Sucht nicht den Tod. Mensch, hör auf. Wir sind doch beide schon tot. Ich gebe dir mal ein Küsschen hier. Wie hieß du nochmal? Lisbeth, richtig? Oh, ich muss kurz mit dem Meister hier. Ey, Meister. Ich bin ganz Ohr. Sag mal, warum sagst du zu meinen anderen Leuten, dass sie hier nicht Angel-Tagesquest machen können? Was ist denn los mit dir? Ah? Wie, welche anderen Leute? Na, die von der Gilde. Wenn die kommen. Alle, die von der Gilde kommen, die sollen mal die Angelquest machen. Was ist denn los mit dir? Warum sagst du, die können keine Angelquest machen? Was? Ja, also, wisst ihr, ich schicke meine Leute zu dir, dass die bei dir eine Angelausbildung machen und du sagst, geht nicht, nicht da. Also, pass mal auf, also nächstes Mal wisst Bescheid. Wenn die von der Quelle der Horde kommen, dann sag mal hier, ich habe Angelquest für dich. Ja? Also, nicht, dass mir Beschwerden angetragen werden. Oder möchtest du mit mir jetzt, ich muss jetzt zur Mutti. Willst du mit mir zur Mutti gehen und willst du mit Mutti erklären, dass du praktisch, ne? Verstehst du? Willst du mitkommen zur Mutti? Dann sagen wir das Mutti, dass du einfach hier so dein eigenes Ding machst und dass die Helden hier nicht angeln können und so. Ich weiß, Mutti würde jetzt nicht besonders interessieren mit dem Angeln, aber wenn Mutti hört, dass ich traurig bin, dann und wegen dir traurig bin, dann hast du ein Problem. Verstehst du, ich meine? Denn nicht wegen dem anderen, sondern weil du mich dann, wenn ich das zur Mutti sagen würde. Ich meine, ich brauche Mutti nicht. Ich kann auch so mich allein um das Problem kümmern. Na gut, wisst Bescheid. Ne? Also tu mir mal den Gefallen, Mensch. Ich bin jetzt, willst du auch mal wieder zu Ned und wir wollen noch bei Ned Spaß haben. Und wenn ich mich ärgern muss, wenn ich dich sehe, weil Ned, wenn wir in einer krasser Randwildnis sind, ist doch auch scheiße, oder nicht? Und dann denke ich mir, hey, da kommt hier alle. Armand kommt da und lässt meine Leute mal verhungern bei der Angelquest. Wie soll ich denn da Spaß bekommen? Verstehst du? Wenn du mir die Party versaust, wenn du kommst. Und so freu ich mal, wenn du kommst. Sag, Mensch, krieg mal der geile Angelmeister und so. Richtig geiler Dude und so. Ja. Sieg für Sylvanas. Ja. Nun schleim mal nicht rum. So, gut, wir sehen uns, ne? Mann. Ja, diese Untoten. Ich reite in die falsche Richtung, richtig? Nee, oh, ich bin genau auf der anderen Seite. Genau gegenüber. Boah. So, ey, Schmarrn, das darf doch nicht was sein, hä? Grüße, Fixer, maledeite Saubrunne, muss mir wieder immer durch den ganzen Gräs fliegen. Das hält sie im Kopf nicht aus. Boah. Das darf doch nicht wahr sein. So. Absitzen. Sind wir richtig? Jawohl. Aufsitzen. Ey, ich habe die Schleife noch gar nicht gesehen. Guck mal, haben sie ein Schleifchen reingemacht da. Ach, das ist ja schön. So. Ey, renn mal hier nicht so rum, ja? Na, hör mal hier, ein angestochener Blutelfen, 24er. Hör mal. Rennt hier durch Under City rum. Hier laufen Kinder rum, glaube ich. Vielleicht.
Ein Sturm ist euch mal aufgefallen, wie viele Kinder in Sturmwind rumlaufen? Also jetzt nicht die Spieler, sondern ne? Also so NPC-Kinder. Junge, wenn du da als Horde durchmarschierst, dann tötest du die alle mit, richtig? Also ich meine, ist ja böse, ist doch sehr, sehr, sehr böse. Stell dir mal vor, da rennen so viele Kinder rum und dann sterben die mit im Eifer des Gefechts, weil die halt da so rumlaufen, verstehst du? Weil irgend so ein Flächenschaden gerade bei irgendeinem Kampf ist und dann sterben dabei so viele Kinder. Das ist unverantwortlich von den Allianzleuten, da einfach so die Kinder da so laufen zu lassen, verstehst du? Gut, meistens ist ja eine Erzieherin dabei. Grüße gehen raus, sagt Red David Ditsch. Gib mal Feier, schön, dass du reinschaust. So, wo ist denn jetzt Mutti? Mutti! Sag mal. Wo ist denn jetzt Mutti? Hat die mich verarscht? War doch nicht in die... Boah, hä? Da, sag einmal. Mutti, wir kommen. Und Sprung! Oh, der war knapp, der Sprung. Juhu! Und Annie Minzy! Gefällt schon, dass du reinschaust. Tequila! Yeah! So. Mutti! Hallöchen! Mutti, wie geht's dir? Pass auf, Mutti. Was sagst du? Ja, ich bin extra wegen dir, bin ich heute in offiziellen Klamotten erschienen. Also, ich habe heute mal, ich zeige dir auch, dass ich, wenn, also, ne, ich... Manchmal zeige ich mich auch als Anwärterin der Horde, Königsanwärterin, und aber recht selten, damit die Leute nicht so eine Angst bekommen, wie sie vor dir haben. Und du hast ja, wie gesagt, die Leute haben ja, wenn ich schon sage, meine Mutti ist die Sylvanas, dann kriegen die ja alle schon das Herzflattern. Ne? Und deswegen erscheine ich lieber meine Anglerklamotten oder halt in anderen Klamotten, weil wenn ich jetzt in meine Hordenführungsklamotten komme, Königsklamotten, dann, ja, dann... Siehst du schon, wie bei manchen, die sich die Schweißperlen bilden, mal sagen, sie sterben jetzt oder so, weißt du, oder werden beherrscht oder verwandeln sich in Schwein oder sonst irgendwas oder so. Aber ich bin ja eine Magierin, weißt du, ich kann ja, also ich, und manche haben so, bei dir geht's ja noch, Mutti, weißt du das? Bei dir geht's ja noch, bei dir haben sie ja nur Angst, vor dir haben sie ja nur Angst, nur Angst. Bei mir haben sie praktisch panische Angst, weil sie Angst haben, ich esse sie noch. Du isst ja kein, ne? Das ist dummerweise, den Ruf habe ich noch von früher, dass zum Beispiel die Allianzleute, dass sie Angst haben, dass ich sie esse. Obwohl ich gesagt habe, ich esse gar keine mehr, weil ich das meiner Mutter und meinem Papa versprochen habe. Aber manche denken halt immer noch, dass ich sie esse. Weißt du, was ich meine? Das heißt, vor mir haben die noch mehr Angst als vor dir eigentlich. Ja, wollte ich ja nur mal so sagen. Und deswegen kann ich mit den Klamotten nicht rumlaufen, weil sonst teilweise manche wegrennen, bevor ich eigentlich eine vernünftige Frage stellen konnte, zum Beispiel, wo ist hier der nächste Laden oder so, da rennen die schon weg und da muss ich die praktisch mit meinen Eiszaubern festhalten und dann denen erstmal erklären, während sie am Frieren sind, ey, ich will dir gar kein nichts böse, ich wollte nur wissen, wo die nächste Straßenseite ist, weißt du, ich meine? Ja, so ist das, Mutti. Was sagst du? Warum ich dir das erzähle? Naja, ich dachte, ich erzähle dir ein bisschen was aus meinem Leben, ich meine... Verstehst du? Ja, so ist es halt und so. Außerdem wollte ich dir was mit. Ich habe dir was mitgebracht. Guck mal, ich mache dir jetzt mal. Ach so, du hast ja noch. Ich muss. Ich komme noch mal wieder. Kleinen Moment, ja. Mutti, ich komme noch mal wieder. Ich habe was vergessen. Entschuldigung. Ich bin gleich wieder da, Mutti. Mensches Kind. Ich habe was vergessen. Ach du Scheiße. Kann ja passieren. Aber ich denke mal, Mutti hat ja Verständnis. Ich komme wieder, Mutti. Wir haben nämlich vergessen. Damit ich Mutti überhaupt was geben kann, muss ich ja erstmal die Quest annehmen. Kein Problem. Ich bin jetzt zu Hause. Ich weiß, wo es lang geht. Juhu. Ab durch Under City. Ja, natürlich. Ups, da ist eine Mauer. Scheiße. Wann haben die das zugemauert? Ja, hör mal, du alte Luder, du. Juhu. Nee, warte, wir machen den Klassiker. Warte. Oh, wo denn wäre da was? Mutti! Ah, also, wir machen den Klassiker, pass auf. Das ist immer der Kick. Der Kick der Kicks.
Du kommst angeritten, also hier so, kommst du aus dem Kreis angeritten so. So dumpti dumpti, ey, Digga. So, Achtung. Hier kommst du so und dann kommt der Pro-Gamer. Achtung, der Pro-Gamer rennt professionell die Treppen hoch. Wenn du das nicht kannst, dann fällst du manchmal runter. Ich habe schon viele Leute dabei runterfallen sehen. Ja, ist so. Das muss man üben. So. Na, warte mal. Rückwärtsgang. Na, ihr Bein. Alles klar. Wie sieht's aus? Was? Was wir machen. Das weiß ich nicht. Wie lange habt ihr noch Schicht? Wie sieht's aus, Leute? Habt ihr heute schon ein paar Alis gegessen? Ja? Noch nicht. Naja, gut, ich darf ja nicht mehr. Ich habe gerade mit Mutti schon drüber gesprochen, also ich soll ja nicht mehr. Also ich mache ja auch nicht mehr. Also, dann lasst es euch schmecken, ne? Ja, ist nun mal so. In Under City isst man nun mal Allianz, Leute. Was willst du denn machen? Das ist halt die Nahrung. Sind ja auch lecker. Zack, da sind wir schon. So, jetzt. Was liegt an? Na, da hat es euch schon anliegen. Hallo erstmal. Hallo. Was geht mal jetzt hier? Bleib gut drauf. So. Oh, danke. Und, soll ich noch was von Mutti dir bestellen, Cupido, du? Nee? Gut. Und, fühlt ihr euch hier gut in Under City? Alles gut? Geht's euch gut? Braucht ihr irgendwas, was zu trinken? Kaffee oder so? Kuchen? Ihr seid zufrieden, ihr macht eure Geschäfte. Okay, dann weitermachen, ne? Manchmal sehe ich hier Leute, wenn ich so schnell nach oben renne, die hier so rumirren, die sich halt nicht so auskennen, ne? Die irren dann hier so durch die Gegend, um irgendwie rauszukommen oder rinzukommen. Eigentlich ist das ganz einfach. Oh, guck mal, da ist gerade einer vorbeigelaufen. Kuckuck, ruft aus dem Wald. So, wir schalten mal auf Schnellbetrieb um. Denn wir haben ja nicht ewig Zeit. Würde Mutti jetzt sagen. Das sagt die wirklich. Und alle anderen sagen ja meistens, ich bin verlassen. Zack, umschalte Link. So, jetzt. Oder? Ist doch jetzt richtig, oder? Ja. Moment. Boah, während des Reitens. Profi-Gamer, oder? ESL. ESL, WoW-Spielerin. Zack, wir müssen da lang. Nein, das war falsch. Nein, doch. Oh, Mutti, da bin ich wieder. Die wird auch sagen, mein Gott, mein Kind. Mein Kind, mein Gott. So, wir müssen mal zur Mutti. So. Mutti, alles klar? Bin wieder da. So, pass auf, Mutti, ich hab dir was mitgebracht. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Nee, das ist kein Fluch. Das ist, Moment, ich stell's, ich hab extra, pass auf, warte doch mal jetzt, Mutti. Das ist kein Fluch. Ich hab's extra für dich. Ich stell's jetzt persönlich für dich her, pass auf. Hast du gesehen? Ich hab's gebastelt für dich. Also, ich hab's selber gebastelt. Ich hab's gebastelt. So, und das ist ein hübscher Glücksarmreif für dich. Und warum sagst du denn, welches Glück soll schlecht sein? Das ist ja von deinem Kind. Also wenn dir die anderen das bringen, das weiß ich jetzt nicht, ob die dir das nur so bringen, weil sie irgendwas von dir haben wollen. Oder weil sie, keine Ahnung, von dir XP-Punkte haben wollen oder irgendwas haben wollen. Ich bringe das ja, weil ich dir einfach einen Glücksarmreif, sodass du vielleicht, weil du bist ja in der Vergangenheit jetzt, ich bin ja aus der Zukunft, weißt du, Mutti? Und damit du in der Zukunft ein bisschen Glück hast und das Ganze gut durchstehst, was dir noch bevorsteht, schenke ich dir dieses Glücksarmreif-Ding. Und vielleicht kann es dir hier und da helfen. Zum Beispiel, ich sehe in der Zukunft, Mutti, für dich, du wirst einen Kampf haben vor Ogrimmar, weißt du? Und damit du praktisch da ganz easy peasy diesen Kampf da machen kannst, was sagst du? Welchen Kampf? Na, das darf verrate ich dir. Du hast ja jetzt gesagt, ich soll dir nichts verraten. Du musst doch stark bleiben. Also, jetzt bist du doch neugierig, ne? Ja, so, hier, dann nimm hin. Wir sind die Verlassenen. Ja, wir töten jeden, der uns im Weg steht. Ja, dann mach ich doch. Naja, machen wir doch auch. Aber
wir können ja auch zwischendurch auch mal ein bisschen Diplomatie machen, Mutti, weißt du? Ich meine, das hast du vom Papa ein bisschen übernommen. Ne? Papa hat ja auch immer alle im Hammer auf den Kopf geschlagen. Inzwischen ist Papa aber auch ein bisschen gesitteter geworden. Glaub mal, also in der Zukunft. Ne? Also mehr will ich dir jetzt nicht verraten und so. Okay, also pass auf hier. Hast du... Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ja, ich mach doch schon hin und her. Das ist so, ne? Das ist typisch du. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Naja, na, wir sind alle irgendwo Sklaven, Mutti. Wir müssen, einer muss sich ja um die Horde kümmern. Was soll man machen? Wenn sich keiner aufmacht, die Horde in den Griff zu bekommen und anführen, dann rennen alle durcheinander und dann ist Chaos. Also einer muss ja alles zusammenhalten. Im Moment, jetzt bist du das gerade und ich lasse mich noch ein bisschen Zeit, ne, und so. Ja. Na gut, hier hast du es. Vielen Dank. Wir sind die Verlassenen. Wir töten jeden, der uns im Weg steht. Ja, Mutti. Aber du musst auch mal, genieß doch erstmal dein Glücksarmband, ne? Und entspann dich ein bisschen und dann, ne? Ich hab dich lieb, ne? Wir sehen uns. Also, tschüss. Warte, ich nochmal ehrfürchtig. Moment. So, Moment. Meine Mutti. Ach. Wie sie guckt. Also, ach, Mensch, Kindchen. Warte mal, Mutti. Sag mal, Mutti, hast du einen neuen Bogen? Hast du einen neuen Bogen, Mutti? Du hast ja dir einen neuen Bogen. Also, neulich hast du noch einen anderen Bogen gehabt. Krass, du hast und wo ist der Alte? Was hast du mit dem Alten gemacht? Liegt der im Bankfach? Kegang. Mutti hat einen neuen Bogen. Und Wolfskin, geh mal pfeif, schön, dass du reinschaust. So, Mutti, ich dampf dann wieder ab, ne? Wir sehen uns. Ich hab dich lieb. Und das Glücks, trag es mal bitte, Mann, dass die Leute sehen, dass das von mir ist. Und ne? Das soll dir Glück bringen. Also pack das nicht in eine Bank oder so. Trag es bitte, Mensch. Ich hab's extra, du hast ja gesehen, ich hab's gerade für dich gebastelt. Ich bin halt sehr handwerklich, also inzwischen. Ich kann viele Dinge, glaub mir das. Gut, wir sehen uns, ne? Oh, da ist jemand. Ui, da schwebt ja. Ein Schwebemann. Ein dicker Taurin. Taurender Schwebender. Wunderbarer Taurin. So, warte mal, ich quatsch mal noch mit denen hier kurz mit. Mit Bragor. Hey! Spricht! Und, alles klar hier? Beschützt du Mutti ganz gut oder so? Ey, pass mal auf, du kannst mir einen Gefallen tun. Also erstmal Grüße von Papa und von Opa. Ach nee, kennst du ja, ich komme aus der Zukunft, falls du dich jetzt gerade wunderst. Ich bin jetzt ein bisschen größer, ein bisschen älter geworden. Ja, nee, ich bin's wirklich. Und pass mal auf Mutti ein bisschen auf, okay? Was? Ja, ich weiß, dass du das machst, aber ich habe hier neuerdings, sehe hier welche rumstehen bei Mutti und ich glaube, die warten darauf, dass hier keiner kommt, dass beide Allianz-Spione sind. Ja, ja. Brauchst ja nicht so gucken. Das machen die immer so. Die kommen mit einem Charakter, mit einem Hordencharakter, dann kicken sie, ob hier was los ist und dann locken die sich um auf ihren richtigen Allianz-Charakter, den sie so göttlich lieben und dann greifen sie die Horde an. Was? Nee, ist so. Also pass schön auf Mutti, ne? Gut, wir sehen uns. Hab dich auch lieb. Was sagst du? Ob du auch so ein Glücksarmband haben kannst? Was willst du denn da? Wie sieht denn das bei... Das ist ja so ein Mädchending. Ich meine, ich habe ich schenke immer in Ogrimmar schenke ich immer einen Taurin, aber du bist ja kein Taurin. Also wie sieht denn jetzt ein Ork-Krieger mit so einem Klamotten, wie du aussiehst, mit so einem Mädchenarmband aus? Wie soll denn das aussehen? Oder möchtest du gerne doch was anderes sein? Dann siehst du, wenn du nichts anderes sein willst, was willst du denn mit so einem, was? Kannst du da unter deine Handschuhe tragen? Ja, gut, dann bringe ich dir auch mal eins vorbei, ne? Das ist ja kein Problem. Sabu. Ah, Sabu, natürlich. So, na gut, er will auch eins haben. Er will auch eins haben. Jetzt wollen sie alle hier die Armbänder haben, verstehst du? Mensch. Ach, warte mal, Mutti! Ey, warte mal, Mutti, wie findest du denn meinen Wolf? Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Nee, der ist ein normaler Wolf, der ist nicht verflucht. Guck doch, der ist schön, ne? Soll ich dir auch so einen Wolf besorgen, Mutti? Du bist doch eine Jägerin. Also, du magst doch bestimmt so einen Wolf, oder? Der hat doch hinten einen Rucksack, alles mit drauf und so. Willst du auch so einen, soll ich dir auch so einen besorgen? Also, der ist ganz weit weg. Also, die Gegend kennst du wahrscheinlich noch. Also, da kommst du ja irgendwann auch mal hin. Aber im Moment, ne, da könnte ich ihn dir mitbringen, wenn du willst. Gut,
Na gut, wir reden nochmal drüber, ne? So. Ruhig hier in der Halle. Ich reite in. Ich reite. Warum reite ich eigentlich? Ich bin eine Magierin. Ich kann mich eigentlich wegteleportieren. Ja, aus der Königshalle muss man rausreiten. Das ist einfach so. So, zack. Na, Bolje, alles klar? Was da verloren? Siehst du denn heute aus? Was ist dir los? Die Party war jetzt aber ein bisschen lang, oder? Digga, was ist mit dir los? Was sagst du? Die Allianz hat angegriffen. Und? Habt ihr sie? Junge. Habt ihr sie? Was? Sind die gestorben alle? Na, Gott sei Dank. Du hast ein bisschen gelitten darunter, oder? Eieieiei. Geh doch mal zum Arzt. Lass das mal untersuchen. Junge. Beule? Also, oder bleib so. Bleib doch so, dann erschreckst du wenigstens die ganzen Touristen, die mal kommen, weißt du? Wenn dir diese Blutelf-Touristen kommen, dann kannst du die erschrecken. Okay, wir sehen uns, ne? Und bleib schön geschmeidig. Mensch, du hast fast mir so ja Angst gemacht, alter Schwede. Du siehst schon echt gruselig aus als Untoter. Ja, genau so. So musst du die ankriegen, die Touristen. Digga. Alter Beul, wieder haut da mal so richtig drauf. Oh, wollen wir das mal in der Aufnahme haben? Ey, Beul, mach mal Platz. Lass uns noch kurz in der Aufnahme kommen. Dass wir das noch mal entspannt haben hier. Kommt der hier bis ran hier? Kann ich hier so einsteigen? Und, klappt das? Ja! Sehr schön! Was denn jetzt, ey? Ach, dann fahren die da drüben los, oder was? Ey, na, hören sie mal jetzt hier. Löst ihr einfach das Boot auf hier, na, sag einmal. Okay, warte mal kurz auf das. Das nehmen wir mit, oder? 17 Uhr, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ey, wir schaffen nicht, Philipp. Einsteigen, bitte! Jawohl. Wo denn nun? Ey! Warte doch mal jetzt. Meine Fresse, muss ich nicht. Na, sag mal. So. Ach, mach mal eine. Warte. Falsch. Aussteigen. Völlig falsch. Sonst verlieren wir die Orientierung nicht. Aber wir wollten es ja in der Aufnahme haben. Aber wir wollten losstarten beim Angelmeister. Wisst ihr noch? Wir wollten das eigentlich in der Aufnahme haben. Das sollten wir immer in unserem Leben gemacht haben. Und wann sollten wir das machen? Wenn nicht jetzt. Und wir starten beim Angelmeister natürlich. Natürlich. Ne, traditionell startet man immer beim Angelmeister. Natürlich. So. Herr Angelmeister, wir machen jetzt einmal eine Bootstour. Einmal rum. So viel Zeit muss man sich nehmen. Ne? So viel Liebe und Zeit. Huch. Einsteigen. Tschüssi, bis gleich. So. Einmal eine wunderschöne Angeltour. Angeln geht nicht, oder? Warte mal. Nee. Einmal eine wunderschöne Tour. Einmal rundherum an der City. Einmal mit den Canale Grande gefahren sein. Früher ist ja immer hier, immer so ein Boot gefahren, so ein braunes. So Lichtkingzeit. Wenn in Napoli die Kerzen auf dem Wasser schwimmen, ja, dann weißt du, du bist nicht in Under City. So, ist zur Entspannung ganz gut. Entspannt euch mal, dann könnt ihr später beim Film dann schön einschlafen. Oder auch nicht. Der Film soll ja lustig sein. Also, ich hoffe, wir können dann lachen. Gibt es was zu lachen? Weil in diesen Zeiten, die jetzt gerade sind, ist ja doch ein bisschen schwierig für alle. Da mal was zum Lachen zu haben, ist ja gut. Wenn man der Community etwas zum Lachen bieten kann, das ist ja etwas Tolles, oder? Ne? Na, war? Guck mal, da oben. Kennt ihr noch, der da oben läuft? Den haben wir schon mal spioniert sozusagen, den haben wir schon mal beobachtet, was der so treibt. Das ist dieser Drogenverkäufer, der hier die Pilze verkauft. Genehmigt, also ich habe es genehmigt, ne? Weil dadurch, dass wir das genehmigt haben, kontrollieren wir es sozusagen. Wir wissen, was der treibt. Wenn wir das jetzt nicht genehmigt hätten,
dann würde der vielleicht seinen Standpunkt verändern oder überall Geschäfte machen und wir müssten ständig wissen nicht, was los ist. So haben wir den unter Kontrolle und wissen genau, wer mit wem, warum, weshalb was etwas macht. Ne? Ganz wichtig, dass man immer alles unter Kontrolle hat. Wahnsinn hier, ne? Eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Achtung, jetzt mal winken. Hallo, Dicker! Übrigens, davon laufen zwei rum in Silbermond, also vor Silbermond in der Todesschneise. Ob die da immer noch laufen, weiß ich gar nicht. So, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt mal bitte links schauen wollen, kommen wir in den Bereich... Oh! Hä? Wir beschleunigen denn jetzt? Hä? Warum beschleunigen wir jetzt? Was ist jetzt los? Strömung oder was? Ach, sind wir bei... Komm mal, jetzt kommen wir bei Mutti wieder vorbei. So, wenn Sie mal gucken wollen, glaube ich, links müsste es vielleicht die Erbstücke geben. Bin mir nicht ganz sicher. Also da, also in den ganz äußeren... Was nun? Wir sind bei... Ach, na, das ist ja ein Ding. Ach, wir können ja nicht beim... Ey! Warte! So aber nicht. So ja wohl nicht. Also theoretisch ist der Startpunkt nicht beim Angelmeister, sondern hier. Ach, guck mal an! Der startet hier beim Königseingang. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Das heißt, die Rundtour in Under City, die Kreisrundtour, fängt beim Königsviertel an. Muss man ja auch mal wissen, oder? Guck mal, es fängt da schon wieder schneller hier. Das ist ja ein Ding. Das heißt also, dort beginnt die Rundfahrt sozusagen. Das ist der Startpunkt. Also der End- und Startpunkt. Oder Start- und Endpunkt. Nicht schlecht, oder? Dass es das überhaupt gibt. Ich meine, die hätten ja auch einfach immer ständig im Kreis fahren lassen können, ohne Startpunkt und Haltepunkt oder so. Ne, hätten sie auch machen können. Guck mal, kannst du durchkicken, dass man da durchgehen kann. Hallöchen! Winkt mal alle. Freut er sich. Ja, ich muss den ganzen Tag da stehen. 8 Stunden. Stehen wir da 8 Stunden. Stehen wir 8 Stunden da und 8 Stunden lang fahren die Boote vorbei. Und keiner sitzt drin. Wisst ihr, wie deprimierend das ist? Nee, ich glaube, hier gibt es die Erbstücke. Da hinten, da in der Ecke da hinten. Glaube ich. Genau wie sieht das nicht. Ich rate jetzt nur. Aber irgendwo muss das ja geben, oder? In irgendeiner Ecke auf der rechten Seite auf jeden Fall. In irgendeinem Ding, wo hier rechts halt was ist. Also wo hier irgendwas ist rechts. Also irgendwo, wo hier was ist. Da ist dann rechts, gibt es dann die Erbstücke. Wo genau das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber man kann ja... Nee, hier gibt es die Erbstücke. Oder? Nee, hier sind die Erbstücke nicht. Hier ist ein gutes Portal, oder? Nee, auch nicht. Auch nicht. Sind wir schon da? Habt ihr oder sind wir dran vorbeigefahren? Hä? Ne? Was? Oder sind da doch die Abstücke? Nee, hier ist Trainingscenter. Sieht man ja schon. Wahnsinn, oder? Junge. In Under City. Kann man... Oh, guck mal, wie hoch die Halle ist. Also der Dings hier. Das ist ja der blanke Wahnsinn ist das. Schön mit den Kerzen auf, mit den Kerzen auf dem Wasser, oder? Jetzt sind wir mal wieder ein bisschen schneller. Wir haben wieder angezogen. Manchmal kannst du da oben durchfliegen. Es gibt ein oder zwei Durchdinger, wo du durchfliegen kannst in die Halle. Was du ja auch mit dem Flugmount, mit dem Standardflugmount machst du das ja. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, wo man da oben direkt durchfliegen kann. Also fliegst du ja im äußeren Kreis, um deine Geschäfte zu machen mit deinem Berufe. Und dann fliegst du genau da oben wieder rein, um in die Halle rein zu kommen gleich. Das Portal, wo man immer ankommt. Da kommt jetzt der Angelmeister. Jetzt sind wir immer rum dann. Bitte alle, macht euch alle bereit. Wir steigen jetzt gleich aus. Ganz entspannt. Sehr schön. Was ist mit dem los? Warum glitzert denn der so? Hallöchen. So, wir steigen noch ein bisschen. Zack. Warum hat denn der... Warum hat denn der gerade so geglitzert? Kann man irgendwas machen? Warte mal. Da. Nee, jetzt nicht mehr. Eben hat er aber so... Habt ihr gesehen? Eben hat er so geglitzert. Komisch.
hat denn der gerade so geglitzert? Muss man eben mal rumfahren, damit der irgendwas macht, dass der irgendwas glitzert? Dann kannst du das anklicken, dann bekommst du was oder so. Kann ja sein. Vielleicht ist das so eine Art Secret oder so. Fahren wir ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter. Vielleicht waren wir zu nah dran, ne? Machen wir mal hier. Sag mal hier. Oder war das jetzt irgendwie, weil da irgendwas in den verzaubert hatte, dass der so geglitzert hat oder so? Kann ja sein, dass irgendjemand da so ein Spielchen gerade gemacht hat. Nö. Komisch. Seltsam, oder? Dann hat den wahrscheinlich einer verzaubert gerade oder so. Mal gut. Huch, oh, voll dagegen geditscht. Na ja, mal. Komm ich da hoch? Ach, komm schon, ey. Na, hör mal. Ah, scheiße. Also, eh mal machen. So, na gut, das haben wir. Dann wieder. Wir gucken noch mal ein OG kurz. Wie spät haben wir es? 17, 18? Hör, was ist jetzt los? Hallo? Kadabra, Kadabra. Und sonst so, Leute? Im Chat ist so leise. Alle sind im Chat so leise. Naja. Waren wir mal bei Mutti gewesen? Zack. Gibt's nichts zu erzählen, Leute? Habt ihr nichts zu erzählen? Habt ihr denn nichts zu erzählen? Schade, dass der Hurtigtrank nur bis Level 50 geht. Das ist echt schade. Das ist eigentlich mega schade. Sehr, sehr, sehr schade, muss ich mal sagen. So, gucken wir hier nochmal. Ne, wir haben alles. Und denkt dran, für die Leute, die spielen, ich zeige euch mal die Portale nochmal, ja. Also ihr habt ja schon, denke ich mal, gesehen, aber man sollte das nicht vergessen. Ich habe das auch manchmal vergessen, und zwar, dass man die Portale benutzt. Wichtige Portale. Warte mal, wo ist denn das da? Ich meine, jetzt durch das Dragon-Ding kommt man automatisch da mal wieder hin. Oder nee, durch Shadowlands. Ne, hier. Also man hat ja hier diese frischen Portale. Das Shadowlands-Portal, richtig? Boah, der Stein sieht schon geil aus, der da hängt. Aber hier sind ja noch mehr Portale. Hier, guck mal hier. Warum du das wohl erzählst? Genau, ich erzähle deswegen Wolfi, weil Wolfi sich nicht mehr so dran erinnern konnte. Und hier sieht man denn, hier kommt man nach Uldum-Portal, hat man hier. Hier hat man ein Schattenhochland-Portal. Hier hat man ein Hyayal-Portal. Das ist der hohe Berg, der ist wichtig, weil davor gibt es diese Instanz mit dem Feuer und so. Denn den Tiefenheim und natürlich. Das Portal ist anscheinend nicht freigeschaltet, was immer das sein soll, keine Ahnung. Ja, bitte. Das sind die Portale, wer das nicht weiß, und ich zeige euch nochmal das andere. Für alle, die, das sollte man benutzen, also man sollte die benutzen, weil man dadurch halt sehr viel Zeit spart, wenn man das nicht weiß. Oh, ist eigentlich aber gerade ein Umweg geflogen, so ein Kleinen. Sonst verliert man halt, ne, sonst, wenn man jetzt überlegt, man, wie man nach Uldum kommt und dahin fliegt über 3, 4, 5 Ecken oder so, hat man eine Menge Zeit verschwendet. Warte mal, ich zeige euch mal noch hier OG. Das Ocean habe ich öfters gehört, dass das übersehen wird. Und zwar, dass man hier runter gehen kann. Man kann hier runter gehen. Ja, wie gesagt, wird manchmal vergessen und man benutzt es manchmal nicht so wirklich. Und wie man hier sehen kann, sind hier auch Portale. Ja. Und ja, die, zum Beispiel in diesem Fall nach Shadrath, das ist praktisch Scherbenwelt, also diese Welt hier. Diese Welt, Scherbenwelt. Das heißt, du kommst nach Shadrath und kommst dann sozusagen. Mal, ist doch hier das Shadrath, wo ist der Scheiß? Mensch, sag doch mal jetzt hier. Ach nee, ist der Zangarmarsch. Das ist unter Zangarmarsch. Da muss jetzt irgendwie hier so dazwischen sein. Hier irgendwie da. Dann ist der Terrorcar. Genau, hier. Jetzt ist die. Da. Da ist Shadrath. Da, wo die Band immer spielt. Spielt haben wir denn jetzt? Ach nee, das Band spielt gerade nicht. Ja. Und ne, dann kommt man also nach Scherbenwelt.
ist ganz cool. Man ist dann sozusagen sofort im Zentrum von der Scherme, naja, fast im Zentrum. Naja, ein bisschen, naja, auf jeden Fall hat man ein paar Kontinente, da oben kommt, ne, muss man doch von da trotzdem noch ein Stück hochfliegen. Aber man ist dann zumindest in dieser sogenannten Welt, in der Scherbenwelt. Ja, das ist das Portal, ne? Also wer nicht weiß, was praktisch Schattrad ist. Hä? Ich wollte sagen, komm da nicht hin doch. Dann haben wir hier, haben wir noch Höhlen der Zeit. Das müsste da ein Ding sein, wo die Drachen sind. Dann haben wir noch Ashran. Das ist praktisch hier vorne. Das ist da, oder? Warte, ich muss kurz kicken. Nee, nicht Ashara, sondern Ashran. Frag mich nicht, wo das ist. Bei mir ist hier unten nicht. Oh, gib mal, wie viel Platz für Portale noch ist. Theoretisch 1, 2, 3. Theoretisch könnte man hier noch 4 Portale aufmachen. Theoretisch. Krass, oder? Oder sind es mehr Portale? Warte mal, das muss ich mal selber. 1, 2, 3, 4. Doch, 4 Portale. Cool, wa? Ich fahre jetzt dann auch immer wieder, ne? Weil ich bin ja eine Magierin und ja, und wie gesagt, also wie, es gibt reichlich Portale in OG, ne? Oben, wo die Zeppeline fliegen, kommst du nach Donnerfels mit dem Zeppelin oder nach Anders City mit dem Portal direkt und du kommst nach Heulendem Fjord, glaube ich, und nach Schlingendontal oder so. Das sind eine Menge Portale in OG. Also man kommt ziemlich viel überall hin, wenn man die Berechtigung hat, da hinzukommen. So, hier haben wir dann noch Silbermond. Da komme ich nicht hin. Das ist das Drachending, wo ich selber noch nicht bin. Da muss ich erstmal die Quest annehmen. Uribus, Shadowlands jetzt. Dann haben wir Azuna. So, dann haben wir Zandala. Dann haben wir Pandaria. Jadewald, das ist Pandaria. Und dann haben wir noch Kristallsangwald. Dalaran. Das erste Dalaran sozusagen. Oder ja, müsste das erste Dalaran sein. Also der hier ist voll, ne? Hier passt jetzt kein Portal mehr hin. Hier sind alle. Das heißt, wenn jetzt nochmal ein Add-on kommt, müsste das nächste Portal unten gebaut werden. Also richtet euch schon mal geistig darauf ein, dass vielleicht das nächste Portal, vielleicht ist es dann auch da oben, wo die anderen Portale sind. Da ist ja auch noch, da ist ja reichlich Platz. Da, ist ja noch, da stehen ja noch Zelte alle mit oder Carpods stehen ja da noch. Da passen auch eine Menge Portale da oben hin. Aber wenn nicht, könnten sie auch so sagen, naja, du musst halt immer in den Keller rennen, wenn er zu diesem dahin wollte oder so. Also hier oben ist auf jeden Fall nun endlich mal voll. Nach Lich King jetzt endlich mal. Azuna ist Legion, sagt Molchi. Legion. Ich komme immer nicht klar mit diesen Legionen und bla. Und Katalysm ist ja überall, glaube ich, oder so. Oder Legion ist dann verehrte Inseln, oder? Verehrte Inseln ist Legion, ne? Wo Hochberg und so, oder? Das ist Legion, oder? Mit Hochberg und so? Was sehr jägerfreundlich ist, was für die Jäger, wo sie viel für die Jäger gemacht haben, weil da ist ja auch Mutti verewigt mit auf dem Berg und um den Berg herum. Naja, da müssen wir uns mit beschäftigen. Da ist Mutti ganz viele gewesen. Die Legion ist gekommen. Scheiße, jetzt habe ich wieder so rum hier, dass ich heute wieder nicht völlig schaffen werde. So, wir machen mal sehen, dass wir Tagesquest machen. Dass ich mal zeigen kann, dass ich das noch nie, da bin ich noch nie rausgeritten, geschweige denn geflogen. Wir sind, ne, das ist jetzt gelogen. Wir sind da schon rausgeflogen, aber ich bin da, glaube ich, noch nie rausgeritten. Rausgeflogen sind wir schon, weil in die Richtung kommen wir zu dieser Bahn, zu dieser komischen Eisenbahn da, die wir schon mal geflogen sind. Also wir waren da schon mal. Also ist das nicht, aber wenn es hochkommt, war ich da zweimal draußen in meinem Leben oder so, denke ich mal. Wenn es hochkommt, 3 vielleicht, keine Ahnung. Also der Rest muss ich verdrängt haben. Hallo Opa, wie geht's dir? Müssen sich die Dämonenjäger aufhalten? Dämonen! Hey, wir müssen irgendwann mal freischalten, diese erste, die da auf der Hordenseite an erster Stelle stehen, dass ich den Charakter mal erstellen kann und vielleicht hochvoten kann mit so einem Steinchen da. Damit ich den mal spielen kann oder zumindest, dass wir den mal durch ein Startgebiet scheuchen und dann hochvoten mit so einem Stein. Dass wir den auch mal, ich würde den gerne haben, weil der sieht sexy aus und so. Hey, sexy Lady. So, warte mal, habe ich einen Beschleuniger dabei? Boah, Beschleunigung.
Warte mal, beschleunigt der auch, wenn er trotzdem, wenn er low ist? Tatsächlich, geil. Kriegt sehr ja, aber was bekommt ist er ja, hauptsache er beschleunigt, dass man das bekommt, was da ist. Das funktioniert. Komm mal mit, beschleunige mal. Sei mal der Beschleuniger. Ich habe keine Leute, die Doppelquest, die Doppeldinger haben. Scheiße! Nee, dann geht das nicht. Dann muss ich warten mit dem Schmuckstück hier. Schmuckstück! Okay, dann mach du das nächste hier. Baller das. Dann nimm das erstmal hier. Hol's dir. Hol dir die XP-Punkte. Wie lange brauchst du? 30 Minuten, Abfahrt. So, ausloggen. So, den Krieger habe ich vorhin schon getestet mit diesen, ne? Mit dem da rausreiten. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem. Ja. Kyaka, bald guck mal noch 3 Level und dann kann die endlich fliegen, Alter, schön nach 14 Jahren. Denn 14 Jahre. Habe ich noch irgendwas geändert? Nee, ne? Das kennt ihr alle schon. Die haben jetzt, wie gesagt, alle, sie gerade. Pass mal auf, das muss ich euch mal kurz zeigen bei Kizara, glaube ich, gerade. Oder komm, wir spielen mit den Schurken. Da kann man schurkenmäßig schurkig sein. Vielleicht schaffen wir auch beide. Lass mich mal kurz, ich will euch aber kurz mal zeigen. Pass mal auf hier. Pass auf. Ich hab was bekommen gehabt, das ist witzig. Wo ist denn das? Oder war der nicht mit dem Schurken? Moment, muss gucken mit Auge. Nee, ich seh's nicht. Doch da. Pass mal auf hier. Ihr kennt das wahrscheinlich schon alle, aber das hat mal auf Video haben. Guck mal hier. Meine Stufe ist nicht hoch genug. Nein! Achso, dann kann ich so. Guck mal hier. Techno! Guck mal, die Maske. Techno. Krass, oder? Geile Scheiße. Guck dir mal, das ist ein geiler Teil. Das habe ich übrigens bekommen. Das habe ich bekommen bei dem Liebes-Indie-Dings. Also nicht nur das Amulett. Ich habe das Amulett bekommen und diese Teil. Das habe ich auch bekommen. Also glaube ich, das habe ich da auch bekommen. Krass, oder? Muss man doch haben, sowas, ne? Ist leider Seelen gewonnen. Geil, oder? Guck dir diese Maske an, Alter Schwede. Das passt vor allen Dingen auch zu dem Schurken eigentlich, ne? Der ist ja sowieso so mit seinen Giftsachen. Ne? Der ist so giftig, dass er. Mein Schurke, der ist jetzt so giftig, dass er sogar eine Maske tragen muss. Also jetzt war nicht. Ich hab den Teil, glaube ich, bei dem Liebesding bekommen. Maske des schändlichen Ausräucherers. Voll geil, oder? Warte mal, benutzen. Besprüht ein Ziel mit ekelhaften Dämpfen und macht es 30 Sekunden lang bewegungsunfähig. Jeglicher erlittener Schaden wird den Effekt aufheben. Das heißt also, 30 Sekunden ist der betäubt, Alter Schwede. Kann ich aber erst noch nicht erst ab Level 27, 28 benutzen. Scheiße. Aber geil, oder? Das habe ich, glaube ich, bei dem Liebesding bekommen. Geile Scheiße. Der Schurke wird immer witziger. So, machen wir erst den anderen, dann können wir, vielleicht schaffen wir noch den Schurke hochzumachen. Also erstmal die Los. Also machen wir es mal bei der Reihe nach, dass wir nicht so durcheinander kommen. Der Krieger ist fertig für heute. Oder ja. Das heißt, dann ziehen wir den nächsten durch. Herr Ratzka. Herr Ratzka hat neulich einen Angelhut gegönnt. Ich habe jetzt, also Herr Ratzka hat jetzt insgesamt, seit ich wieder spiele, mit den Charakteren, mit den Lows, hat er mir eine Angelrute, 2 Angelruten gegönnt, 2 Knöcher eine Angelruten und eine Angelmütze hat er mir gegönnt. Lukta! Der gönnt auch, wie gesagt, 2-3 Haustiere, die Schnappis, die Krokodilschnappis gönnt der. Und die sind gut im Haustierkampf, die brauchst du. Schnappi brauchst du, also Schnapp heißt der, Schnapp und noch einer. Das sind, also es gibt insgesamt, glaube ich, 3 Krokodile. Herr Barol in Schadrat, der droppt ein Krokodil. Denn er hier und in Donnerfels auch. Also ein Schnapp, der eine heißt Schnapp, der andere Schnippi, alle Krokodile. Und Schnapp ist aber, glaube ich, der beste, den man verwenden kann für die Haustierkämpfe. Den brauchst du, den Schnapp. Also der ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn du ihn hast, sagen wir mal so. Keltalas wird wieder erblühen. Genau. Für die Horde. Aber sowas von. Vielen Dank. So, würde ich sagen, dann machen wir nämlich gleich, dass wir gleich raus
reiten. Vorher, wir gucken, ob wir noch einen Lutscher bekommen. Kraft und Ehre. Danke für den Lutscher, warte. Schnappi, das kleine Krokodil. Genau, wichtig. Ach ja, und macht nicht den Fehler so wie ich. Ihr müsst diese Herzen aufmachen. In dem Herz war das drin gewesen mit dieser Maske. Das war in dem Herz war das mit dieser Maske drin. Und ich habe eine ganze Zeit lang diese Amulette nicht bekommen, also diese hier. Weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob man mehrere Kämpfe machen muss, weil manche haben es sofort bekommen, manche nicht. Und bei denen, wo ich es nicht sofort bekommen habe, da war es, wo ich diese Schachtel nicht aufgemacht habe. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber zumindest kam es mir so vor. Vielleicht ist es auch Blödsinn, vielleicht war das nur Zufall. Aber ich würde euch lieber empfehlen, dann die Schachteln aufzumachen. Vielleicht liegt das mit dran, das weiß ich nicht. Aber zumindest war es komisch, dass die Leute, die die Schachteln noch bei sich gelagert hatten, weil ich wollte mir die einfach erstmal aufheben, dass bei denen die Amulette gefehlt haben, komischerweise. Ne? Komischerweise, also nicht diese Schachtel, die gibt noch eine Schachtel. Hier war scheiße, war jetzt die Schokoladenschachtel. Also nicht die Schokoladenschachtel, sondern die gibt noch eine Schachtel. Die gibt zwei Schachteln. Und die andere Schachtel, nicht die Schokoladenschachtel, sondern die andere, die sollte man aufmachen. Also wäre jetzt so meine Empfehlung. Weil, wie gesagt, war halt ein bisschen komisch, dass dann auf einmal ich meine Amulette bekommen habe von den ganzen. Aber ich esse jetzt aber nicht, oder? Warte, dann ess mal die Schokolade mal auf. Bringt ja auch irgendeinen Wert jetzt. Prepare. Ah, hier, das müsst ihr essen, dann kriegt er den Erfolg Naschkatze. Stimmt ja, ist mir ganz entfallen. Hier, mit der habe ich, glaube ich, den Angelhut bekommen, oder? Ja, hier. Mit der habe ich den Angelhut bekommen. Ist schon activated in the Daseinsmodus. Krieg mal hier. Also jetzt ist mein Angeloutfit noch angeliger, kann man sagen. Krieg mal hier. Jetzt habe ich so ja noch eine Angelmütze. Jetzt ist mein Angeloutfit komplett, kann man sagen. Jetzt habe ich schon die Angelrute? Ne, Angelrute noch nicht. Jetzt fehlt mir nur noch eine richtige Angelrute. Dann habe ich das perfekte Angeloutfit für die hier sozusagen. Cool, wa? Man beim Eventboss bekommt. Kann sein, ja. Irgendeine Schachtel ebenfalls. Und das müsst ihr am besten aufmachen. Da war die Maske drin gewesen. Lalalalalalalala. Ich kann jetzt mit alle schnell reiten. Ich habe jetzt alle kontrolliert. Hä? Warte mal. War das schon so oder ist jetzt wieder aktiv? Kann man jetzt wieder kämpfen? Nee, ne? Das war so, oder? War das so oder ist das jetzt aktiv? Kann man jetzt wieder Kämpfe machen? Nee, oder? Das war so, oder? Hoffentlich ist das wichtig. Fürchtet die Lebenden. So, für die, die es nicht wissen, beim Sturmwind ist es die Tiefenbahn und was bei der im Sturmwind die Tiefenbahn ist, wo man diese Arena-Kämpfe machen konnte, ist hier, ist in Orgrimmar praktisch, das ist hier die Schläger-Arena. Beim PvP bin ich nicht so vertraut. Kann aber, vielleicht muss man auch erstmal PvP eingeschaltet haben. Warte, du könntest ja mal kurz... Achso, geht noch nicht? Achso, ich muss dann erst hier die Talente machen. Ja, keine Ahnung, ich mach mal einfach irgendwas, oder? Ne? Warte nur. Okay, wir müssen uns doch länger mit beschäftigen. Einfach kurz irgendwas anklicken, funktioniert nicht. Hätte ja klappen können. Ne, funktioniert nicht. Muss man noch einen Augenblick länger drüber nachdenken. Dass wir das aktivieren. Bei den anderen wollte ich immer nur aufklicken, dann geht das, aber ich war anscheinend schon geistig weiter. So, wir reiten jetzt hier raus. Ich bin wie gesagt hier noch. Wenn es hochkommt, bin ich hier mal höchstens rausgeflogen oder dreimal rausgeflogen wegen dieser Bahn. Aber rausgeritten kann ich mich nicht dran erinnern. Bestimmt, aber wie gesagt, mir kommt es sehr mystisch vor. Ich dachte, hä? Weil ich auf der Suche war, wie man rauskommt, um zum Hirsch, dass man den Hirsch fangen kann hier. Also, weil er sagt ja hier, den Sandkarpfen, dazu muss man einen Hirsch töten. Machen wir jetzt. Schaffen wir hoffentlich noch. 1736. Hier ist ja was los. Hier ist ja was los. Wir reiten. Ach ja. Warte mal, ich hab doch. Wir müssen doch nochmal mit dem Krieger machen. Denn ich habe ja was mit dem Krieger bekommen. Das würde ich schon gerne mit dem Krieger mit euch zusammen machen. Stimmt ja doch. Dann müssen wir doch nochmal. Warte, ich reite nochmal rein. Ich glaube, drin haben ist es besser, dass ich nicht so gestresst rauskomme und ich. Um meine 200% XP zu bekommen, oder?
Am besten wir setzen Lock. Da müssen wir doch noch. Warte mal, wir gucken mal, wo wir mit dem Krieger stehen. Wenn der woanders, wenn der jetzt so weit 5 Kilometer weg steht, dann lass mal das doch. Da musst du OG sein oder verraten, dann kannst du es aktivieren. Was? Da musst du OG sein. Was muss ich sein? OG? Da muss ich OG sein. Wir starten also an der Stelle. Na gut, dann machen wir das mal. Wir müssen nämlich was abgeben. Ich erkläre euch das gleich, wenn wir da sind. Reiten wir mal dahin. Wir reiten und machen dabei einen Breiten. Übrigens hier, wer das übersehen kann, guck mal hier. Hier kann man ja so Kämpfi-Kämpfi machen, aber du kannst hier auch durchreiten. Ja. Und dann kannst du hier, guck mal hier. Dann kannst du hier. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Warte mal, wie war dein Name nochmal, Süße? Rohaka. Hallöchen, Rohaka. Schöner Arsch, ne? Und, warte. Normalerweise kannst du hier die Wölfe kurven. Guck mal. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das kannst du nur kaufen, wenn du halt ein Ork bist, anscheinend. Hoppala. So wie das aussieht, scheine ich ja sowieso alle zu besitzen, oder? Ja, natürlich. Bin ich heute Morgen dran vorbeigeritten, dachte ich so, hä? Hatte ich schon völlig vergessen, dass es hier diese Wölfe gibt? Zieht in Ehren. Ja, völlig vergessen. Guck mal, hier ist auch ein kleiner Wolf. Guck mal, er hier. Muffin. Der Muffin. Guck mal. Hör mal, wie er zu mir kommt. Wo bist du denn? Ein Feini. Ein Drache steht jetzt hier oben. Wie geht es euch? Ja, warte. Das vergesse ich nicht. Klare Himmel und starke Winde. Sie sagt hier, dass die Wölfe sehr kuschelig und flauschig sind. Ja, die kann man hier kurven, ne? Aber ich glaube, die kann nicht jeder kurven, weil ich war mit einem anderen Charakter hier und da hat er gesagt, sorry, do I'm not you kaufing diese Wölfe, die Wölfis. Thrall Hall. Herr Kitka, oder? Kitka, was? Wie heißt er? Ich sehe das mit meiner Brille nicht. Kilda. Herr Kilda! Seid sicher. Natürlich. Hier, warte. Bisschen für dich. Und pass auf, dass sich die Wölfe nicht beißen, ne? Thrall Hall, mein Freund. So, warte mal, ich wollte mal hier gucken, ob ich die kaufen kann. Was braucht ihr? Ja, ich weiß, das ist nur für Jäger. Mobgrab. Warte mal hier. Achso, nee, der hat nur Ballon und so. Oder auch noch nicht mal. Bei den anderen hat er wenigstens noch einen Ballon gehabt. Also der Haustiermeister. Junge. Ja, reitet mal vorbei. Vielleicht könnte er was kaufen haben. Dumm-di-dumm. Ups. So, da müssen wir hoch. Völlig vergessen, dass da. Ich habe auch nie wieder weiter drüber nachgedacht mit den Wölfen. So. Aber da kann man die Wölfe kaufen, ne? Muss man ja auch mal mit auf Video haben, sowas. War, ey? War? Ich erkläre euch das mal. Wir müssen was abgeben. Ne. Gleich hier vor der Tür müssen wir das abgeben. Aber ich erkläre euch mal, wie das dazu zustande gekommen ist, dass ich das überhaupt abgeben kann. Verstehst du? Ja, ist doch so. Achtung! Und hopp! Drüber gesprungen. Also, ich habe da hinten so rumgekämpft. Warte mal, ich greife mal ein Stück raus, was ich euch da zeigen kann. Pass mal auf hier. Da, böse. Die Typen sind richtig böse und machen tote, aua, machen die. Und hier schleichen so Typen rum. Die Typen waren immer lästig, wenn ich mir mein Dings fangen wollte, mein Hirsch. Guck mal, da fängt sich gerade in an Hirsch. In Hirsch! Pass auf, wir suchen mal so einen Unsichtbaren. Pass auf hier, da ist hier. Ja, da schleicht er. Das machen wir jetzt gleich mit dem anderen, oder mit dem anderen. Pass mal auf. Und dann habe ich den so getötet und irgendwann hat der dit hier gedroppt. Dit hier. Sperrbefehl, ja, Sperrbefehl. Dann habe ich darauf geklickt. Pass auf, warte, was machen wir jetzt? Ich habe übrigens schon neue Klamotten, bloß die habe ich gemorpht, weil die halt fürchterlich aussahen. Und habe meine normalen fürchterlichen Klamotten wieder gemorpht, sozusagen. Achtung, haben wir ja schon angenommen. Hier, pass auf. Und zwar sagt er, Rückkehr oder Hochgeborenen, bla. Bringt die Befehle des Speers zu, bla, also hier vorne am Eingang, im hinteren Tor von bla. So, das Wachsiegel auf diesen Befehlen wurde erst vor kurzem aufgebrochen. Ihr könnt die sorgfältig ausgeführten Elfenschrift nicht lesen, aber eine kleine
handgemalte Karte deutet auf die nahegelegenen Ruinen. Unter der Karte stehen einer gänzlichen anderen Schrift ohne Reihe von Ruinen. Runen, mein Gott, in einer metallischen schimmernden Tinte. Hier, Arctor wird dieses wichtige Geheimdokumentation zweifelsohne sehen wollen. So, und da bringen wir ihn jetzt hin. Mein Gott, lesen ist ja mal richtig jetzt gerade gut mit der Brille. So, da bringen wir den da jetzt hin. Dachte ich mal, dass wir das mal auf Video haben. Weil wir haben ja noch nie was gemacht. Zock, zock. Da, Bu. Und dann sagt er, Rückkehr der Hochgeborenen. Die Hochgeborenen sind ja die Elfen, wo Mutti früher auch mal gelebt hat. Da haben die Elfen früher mal gelebt, die Hochgeborenen und so. Pass auf, ihr habt bei einer der Leichen etwas gefunden, sagt ihr. Gebt es mir. Bitteschön. Vorwärts zum Sieg. Ja doch. So, und jetzt die Rückkehr der Hochgeborenen. Arctor hält das Pergament gegen das Licht und begutachtet es. Nein, ich kann dieses ebenfalls nicht entziffern. Aber was ich sehe, gefällt mir nicht. Sind das arkane Runen? Ihr müsst dies einem Experten vorlegen. Kraft. Wahrscheinlich müssen wir das jetzt zum Experten bringen, oder? So, da steht hier, unsere Verbündeten, die Blutelfen haben, die Runen auf dieser Karte untersucht und sie können die rätselhafte Schrift vermutlich entziffern. Sucht ihr nach Malinea, Himmelsherrscher. Sie leitet ihre Untersuchungen von Umschlagplatz, der Raketenbahn von. Oh, tatsächlich sind wir noch zu der Raketenbahn, geil. Ist doch geil, oder? Umschlagplatz Raketenbahn von Ogema, nördlich von hier. Es ist ein Teil des neuen Transitsystems der Goblins, das sich durch dieses Land zieht. Rasch jetzt! Ja, nun mach mal und bleib mal locker. Ich weiß, dass wir selber eine machen. Wir müssen gleich Rotstein-Tag machen, Mensch. Bringt diese Befehle des Speers zu Malerna Himmelsherrscher am Umschlag, bla bla. 2800 XP, sehr schön. Da, Bu. So, die anderen Quests kommen wir mal, wenn wir Langeweile haben. Ne? Aber guck mal hier, die Quest, ich krieg immer noch schön XP hier. Guck mal. Und Ehre. Hier kriege ich 3700. Wenn jetzt noch einer da wäre, könntet ihr die wegklatschen. Ich würde die XP-Punkte bekommen. wollen wir das mitnehmen? Ja, nimm mal mit. Also wir sollen hier ein paar Leute klatschen. Für die Horde. Und dann sollen wir noch... Vorwärts zum Sammel 15 Scheiben... Was? Scheiben? Wat? Sammel 15 Scheiben Wildbread von geschwächten Mooshufhirschen. Mensch, sag doch das gleich. Zieht in Ehren. Ja, das sind die... Oh, Hirsche hier. Hätte es ja gut, wenn noch einer da wäre, der hier mithilft. Dann haben wir den Rucksack fertig. So, zeig mal her. Ja, was wollt ihr? Greift einen der umlaufenden Schredder an. Ja, und das ist ein schwieriger Teil hier. Betriebsschutz, Zwangsvollstreckung und Erpressung haben wir alles im Programm. Oh, der ist ja richtig gemein, der Junge. Krieg mal hier. So. Vielleicht können wir die nebenbei so ein bisschen schnell mal klatschen. Also Betonung steht auch. Die lustige Betonung liegt auf schnell. So ein Schredder, also ich glaube nicht, dass ich einen Schredder schaffe. Weil der ist halt ziemlich stark eigentlich. Also müssen wir nur ehen. Machen wir den können wir doch schon mal hier so ein bisschen so. Ein bisschen was von der Kappe haben. Boom. Oh, 15 Dinger müssen wir. Mal kicken wir bei den. Jetzt. Warte nochmal. Arbeitsausfall, Goblin. Moment mal, kümmer. Dann lassen wir. Warte mal. Also. Holz sammeln. Ich dachte, ich kann den bei die Viecher töten. Scheiße, ich dachte, ich kann den. Wo ist das Holz da? Oder welche Tor ist das Holz? Bitte da? Bitte? Ah ja. Okay.
Wie viel Holz muss man denn sammeln? Kann ich den töten mit dem Holzsammelding? Nee, funktioniert. Wir müssen aber kein Holz sammeln, oder? Und dann? Was wäre der Speer der und Scheibe Wildbert? Nö, oder? Also wir können zwar Holz sammeln, aber wofür? Wir haben ja keine Quest dafür. Aber wir können Holz sammeln, aber wir haben keine Quest. Oder wird nirgends so was? Warte mal. Schredder außer Rand und Band. Den haben wir ja, den benutzen wir gerade. Kann ich in die Gilde? Hab mein Parler auf Ulduar transferiert. Ey, geil, Molchi. Kann man machen. Sehr, sehr geil. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich mit, warte mal, ich schalte mal um. Wie heißt denn der? Ist das Molchi? Hieß der Molchi? Nee, Bella, wie hieß denn der? Wie hieß denn der? Können wir mit denen hier irgendwas machen oder so? Nicer Disser. Was? Nicer Disser? Was ist denn das? Nicer Disser? Nicer Disser? Was ist denn ein Nicer Disser? Ein Nicer Disser? Was für ein Nicer Disser? Arabella, Arabella, da bekommst du zu essen und zwar große Teller. So, sag mal, ja. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mal gucken, ob ich das kann. Spürst du den Boden Achso, warte mal. Ah, ich habe jetzt die Leiste ja nicht. Ich bin ja hier in dem Kampf. Warte mal, ich muss mal. Kann ich mit dem Gerät hier irgendwas machen? Ich sehe nicht, dass ich hier irgendeinen Schredder steuern. Ja, und weiter? Aber wo steuere ich den jetzt hin? Einfach wieder absetzen oder was? Habe ich jetzt schon gewonnen? Also, das ist ja kaputt. Warte mal, ich probiere mal jetzt einzuladen. Probier mal, funktioniert das? Ah, scheint funktioniert zu haben. Was für Ränge habe ich denn, dass ich einladen kann? Ich bin Offizier. Ein Offizier kann man anscheinend einladen. Wunderbar. Das ist so ein Kriechgerät. Kriech, was? Küchengerät. Ach so, das Ding, dieser nice Disser-Dingsbums. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann das bloß wieder nicht richtig aussprechen. Ja, ja, ich kenne doch das. Ey, Junge, wie bist denn du so schnell hierher gekommen? Arabella, wie bist denn du so schnell? Achso, du warst wahrscheinlich schon da und ich hab da nicht gesehen, oder was? Alter Schwede. Junge. Arabella, einfach wie so ein Geist erscheinst du plötzlich, Alter. Wenn du willst, achso, dann kann ich ja teilen, dann kannst du die alle... was war denn jetzt mit diesem Schredder? Soll ich den irgendwo hinfahren, den Schredder? Oder soll ich den einfach noch immer drauf gesessen haben? Ich weiß es nicht. Hier, dann kannst du diese Wild... Brett, die Tiere ein bisschen wegklatschen schon mal, wenn du willst. Oh, ich kann das nicht teilen. Oh, das ist aber traurig. Warum? Ich kann nicht überhaupt irgendwas teilen? Gar nichts teilen? Ach so, weil du nicht, nicht in meiner Gruppe bist. Ah ja, oder so. So, hier, die. Jetzt. Ja, ja. Können wir schön ein bisschen, dass ich mal endlich mal fliegen kann mit dem ersten hier. Guck mal, das hat jetzt geteilt. Guck mal, der macht das ja nicht weg. Man weiß ja nicht, ob er das geteilt hat. Was denn noch? Speer der Ding. Da will ich erstmal ihn getötet haben, dass ich das selber gesehen habe. Und zählt er für mich mit? Nee, wa? Achso, du musst die looten. Wir brauchen das Fleisch da drin. Wir brauchen da drin das Fleisch. So. Warte mal, ich zeige euch jetzt mal diesen Typen, die wir töten müssen. Und hat das geklappt mit dem Looten? Anscheinend nicht, oder? Hat nicht erzählt. Hast du Wildbrett bekommen? Also, oder? Also, ich hab zwar Wild. Die Quest-Items muss immer jeder selber für sich sammeln. So. So, dann suchen wir mal so einen Unsichtbaren hier. Wo rennen sie rum, die Unsichtbaren? Sitzen viel. Da ist einer. Ich muss
Ich wäre so gern Millionär. Jawohl. Wer nicht? So, sag her. Wo ist denn dieser komische Schleicher, Schmidtchen-Schleicher mit den elastischen Beinen? Wo ist denn der jetzt? Na, die Frage ist, was ist jetzt mit dem Schredder? Wir haben ja anscheinend den Schredder fertig gemacht, also brauchen wir den ja nicht mehr. Wir brauchen so einen Schleicher, Mensch. Ich bin aus der Reichweite. Was denn jetzt? Achso, da war einer! Das war's aber nicht. Seltsam. Ich nichts verstehen, Kopf machen. Beschleunigt mich immer. Geil. Hier sind sie. Attacke! Hinter mir! Da ist er, der Böse. Hey, die sind zwei. Die sind mein. Ah, guck mal, das wollte ich zeigen. Guck mal, jetzt hat er sich in so einen Baum verwandelt. Und dann steht er hinter dir und tötet dich weiter, die Ratte, die. Hier. Warte mal, Bella, töte ihn mal kurz nicht. Ich will mal den Leuten zeigen, wie der sich verwandelt in so einem Baum. Also der tut so, als ob er sich verwandelt und ist er hinter dir, um dich zu töten. Da, töt mal den jetzt nicht, dass ich das mal zeigen kann, was der für eine Show hier abzieht hier. Ah, ne, ist er ja nicht, ein Schredder. Wo ist denn so ein Schleicher hier? Such mal einen Schleicher. Wo bist du, Schleicher? Da! Pass auf jetzt! Geh mal weiter raus, damit wir sehen, was der uns, wie der uns verarscht. Da! Seht ihr das? Kick mal, wie der uns verarscht hier mit seinem Baum, mit seinem Baumzauber. Habt ihr das gesehen? Da hab ich nicht schlecht gekickt, dachte ich, boah, das muss ich unbedingt den Leuten mal zeigen, was der hier für eine Show abzieht, dieser Typ. Voll geil, oder? Du hackst kurz auf dem Baum rum, bis du dann merkst, oh, der steht ja hinter mir, die dumme Sau. Voll geil. Coole Verteidigung, oder? Zauberst einen Baum hin, der Gegner kloppt die ganze Zeit auf den Baum, was ich ja auch gemacht habe, kurzzeitig. Und du stehst hinter den und tötest den dann sozusagen. Das ist echt gemein. Das ist wirklich, wirklich gemein, muss ich mal sagen. Ich muss näher. Da wieder so hin. Haben wir abgeschlossen. Oh, hier steht ja einer. Guck mal, ein Taurin. Der Taurin denkt sich gerade, oh, ist ja gemein. Der wird ja hier helfen. Was müssen wir jetzt noch machen? Zeig mal her. Wir müssen noch Wildbread. Wir brauchen noch Bread. Ach, scheiße. Haben wir die jetzt gelootet, die Hirsche, ja, oder? Wir müssen noch Hirsche. Haben wir die Hirsche gelootet? Ich bin außer Reichweite. Ach, scheiße. Ich dachte, ich bin schneller. Ich frage mich, ob wir noch mit diesem Schredder Holz sammeln sollen, aber ich habe nichts mit Holz sammeln hier drin. Also steht nichts, sammeln Sie so und so viel Holz oder so. Das ist zu weit entfernt. Ich bin vor dir da. Ja. Ich kann das nicht angreifen. Oh, noch 5 Brads. Wir sollten mal in die Richtung gehen. Ich muss euch mal das zeigen, genau. Lass uns mal zu dem Boss. Und zwar, wir gehen jetzt mal zum Waldgott. Ich zeige euch mal den Waldgott, dass ihr den mal gesehen habt. Den werdet ihr sehen, wenn ihr. Den seht ihr eigentlich mehr, wenn ihr fliegen könnt. Komm, wir gehen mal zum Waldgott. Das ist zu weit entfernt. Schrei doch nicht so, Mensch. Guck mal, weil hier sind ganz viele Wald. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich zeig euch mal später, pass auf, beim Angelmeister. Ihr fliegt direkt nach oben und fliegt direkt über diesen Berg rüber hier, über diesen Berg. Und dann kommt ihr direkt, ist hier der Hirsch, ihr tötet einen Hirsch. Mit diesem Hirsch, dieses Auge. Wo ist das Auge? Ich sehe das Auge nicht. Hör mal, das ist schon wieder, das müssen wir irgendwo hinbringen. Warte mal, sind dort da Questgegenstände. Okay, die müssen wir nur abgeben. Warte mal, wir müssen noch ein Auge farmen. Warum war auch hier? Ich muss näher ran. Warte mal. Ich kann das nicht angreifen. Warte mal, ich brauche ein Auge, oder nicht? Aber ich habe das Auge nicht. Habe ich das Auge weggeschmissen? Scheiße, sag bloß, ich habe das Auge weggeschmissen. Nee, oder? Wo ist denn das Auge? Ich habe das Auge nicht. So, guck mal, hier ist dieser Waldgott. Vielleicht droppt auch hier erst das Auge. Lass mich mal kurz den Hirsch alleine töten. Außer Reichweite.
Und warum habe ich kein Auge? Ich brauche ein Auge zum Angeln. Schredder. Hier. Nee, das ist das nicht. Hä? Ach so, ja. Weil ich die Angelquest ja nicht mehr habe. Die habe ich ja schon fertig. Mann, bin ich blöd. Ich bin ja hier. Guck mal, er hier. Also ihr fliegt hier drüber. Hier über dem Berg, hier hinter ist OG der Angelmeister. Genau hier hinter ist der Angelmeister. Ihr braucht nur hochfliegen und hier rüberfliegen. Dann macht er hier diesen Hirsch tot, der hier ist. Das ist immer der gleiche Hirsch hier. Hier ist immer ein Hirsch. Dann fliegt er wieder zurück und dann angelt ihr praktisch in OG sozusagen. Ja, komm mal jetzt rin in OG. Ey, boah, ey. Na, hör doch mal jetzt hier. Ach Mann, stell doch mal bitte jetzt ein bisschen doof an. Kannst du dich bitte doof anstellen? Hier. Und dann angelst du praktisch den Fisch. Hier. Da schmeißt du die Angel, da machst du das Auge auf die Angel und dann das machen wir jetzt gleich mit dem anderen, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Also, ne? Achso, ja, oh ja, flieg mich mal hin, das wäre cool. Erstmal zum Eingang wieder, ne? Zum Eingang, glaube ich. Das ist aber cool, Mann. Und Black Soldier, Hallöchen, Mann. Ditsch, gib mal 5. Die Quest. Ah ja, okay, das habe ich gelesen. Ja, warte. Geil, war, ey. So, hier, bitteschön. Blut und Donner. Oh, das heilt sogar, wenn der spricht. Kraft. Oh, 3000. Da. 15 Weltbrett, hier bitte. Vorwärts zum Wild und zwar. Sieg. Jawohl. Für die Horde. Hat der richtig. Hall. Ah, dann ist der jetzt fertig. Jahrelang habe ich in dieser. Oh, ich sehe das nicht, kann es nicht lesen, Leute. Jahrelang habe ich in der rückständigen Ecke der Welt gedient. Das Gelände studiert und den richtigen Augenblick abgewartet. Endlich ist unsere Zeit gekommen. Eieiei. Die geballte Macht von Ogrimmar richtet sich nun gegen Ashara. Unseren Zugang zum Eschental. Und zur Herrschaft über diesen Kontinent. Willkommen an vorderster Front, Kriegerin. Eieiei. Kraft. Du willst das Eschental angreifen? Das ist doch so ein schönes Eschental. Wollen wir das nicht ganz vorsichtig übernehmen? Müssen wir da alle da. Das ist ein wunderschöner Wald. Und wenn wir da jetzt hordenmäßig durchgaloppieren, wie die Horde so ist, dann steht dort kein Baum mehr. Lass uns das mal lieber diplomatisch lösen. Wir sagen zu den Nachtelfen, pass auf. Verlass doch einfach den Wald. Weißt du, was ich meine? Wir bringen euch woanders hin, wo auch schön ist. Zum Beispiel nach dem Brachland. Ne? Und dann können die Nachtelfen noch im Brachland leben. Das ist auch nicht schlecht, oder? Was sagst du dazu? Und dann bleibt aber Eschenthal heile. Mach doch nicht immer alles kaputt, Mensch. Mann, Mann, Mann. So, du da mit deinen komischen Schredder. Ich weiß ja nicht, was willst du von mir eigentlich? Starrt ihr mich an? Nee, du starrst mich ja an. Dieser Job ist gar nicht so übel. Naja, gut, deine Brille ist geil. Hast du noch so eine Kopflampe? Hast du noch so eine Kopflampe für mich? Verwendet den umprogrammierten Schredder und sechs Haufen Holz zu sammeln. Falls ihr euren Schredder verliert, kann ihr einen weiteren. Achso. Verzieht euch, ja. Das kommt also jetzt erst mit dem Schredder. Na komm, machen wir das schnell. Dann sind wir durch fertig mit dem Schredder. Warte mal, kann ich jetzt eben bauen? Nee. Ah, jetzt zeigt er auch die Hölzer richtig an. Okay, dann brauchen wir. Autsch! Ich will immer teleportieren. Gibt's hier Wippstoff? Warte mal. Um Gottes Willen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin da zu spät dran. Nee, um Gottes Willen. Jetzt geht gleich los. Wir machen nur noch hier das Stücke und dann jetzt los. Und Black Soldier gibt VIP. Wenn man 12 Monate satt ist, kriegt man VIP. Also zumindest haben wir das immer so geregelt. Warte doch mal jetzt hier, komm mal an hier. Gleich Level an. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. So, jetzt.
Stufe. Fertig! Und jetzt? Wie läuft die Holzverarbeitung? Ihr solltet sehen, was diese Dinger mit Brokkoli anstellen. fantastisch, ihr habt den Schredder voll beladen. Ihr habt das Ding schon ziemlich, sag mir jetzt nicht, dass ich damit jetzt da in den Tal rennen soll, um die alle wegzuschreddern. Jedenfalls gerade ein Levelanstieg. Was sagt er jetzt? Haltet kurz still. Ich mache die Steuerung. Die Steuerung für Hauptmotorsäge betriebsbereit. Ich hab's erahnt. Hecken schützen die Nachtelfen von der Tarnspitze, verstecken sich in den Bäumen. In den Bäumen? Oh, jetzt wird's spannend. In den Bäumen. Huch. Verstecken sich in den Bäumen und greifen meinen Arbeitern an. Ich will, dass ihr diese Heckenschützen erledigt, indem ihr. Ich lese seitwärts, Leute. Ich kann ja nicht richtig lesen. Heckenschützen seitwärts, zunächst um diese Bäume kümmert, ist so eine Blablabla. Verwendet die Motorsäge des Schredders, um die ascharischen Schößlinge niederzumähen. Alter Schwede. Was soll ich jetzt machen? Sitzt du mit Bäumen? Da, da greift mich was an. Und die ganze Zeit daneben, weil ich dann gerade lese. Komm her, ja. Hey, hier sind ja lauter Angreifer. Ich brauche Hilfe. Die stören mich ja sonst. Hey. Oh, die alte Rand. Ich brauche ein Ziel. So ein Mist hier aber auch. Ja, wie soll ich jetzt den Baum? Den Baum sehen? Das kann ja nicht sein, oder? Tatsächlich. Und nun? Ach, ich brauche hier Hilfe. Die Bäume vielleicht. Was denn jetzt? Warte mal jetzt, werd doch mal entspannt hier. Mann, das nervt, wir machen doch gleich die Talente. Du siehst doch, ich bin auf dem Schredder, Mensch, auf so nervt mit deinen komischen Talenten. Moment. Hier so ein Baum, richtig? Boah, guck mal hier. Andauernd. Das ist ein Teilsturm. Das ist ein Blut. Ich dachte gerade, Arabella liegt da und es ist gestorben. Guck mal, da steht der, ne? Kennen wir den? Der Jünger der Hingabe. Ui, ein Jünger der Hingabe. Nimm mal den nächsten Baum hier. Ich bin die Bäume. Ich sorge für den gesunden Baumbestand des Waldes. Achtung, Baum fällt! Baum fällt! Wer schreit denn da immer? Was sag er mal? So, und jetzt? Gute Arbeit, Kyaka. So haben wir solche Angelegenheiten damals in Kersan geregelt. Das glaube ich dir. Hat grüne Granatwerfer geladen. Ach nö. Arbeitsaufseher Grabber will, dass ihr zurück zum Hintertor von Orema eilt und
dort 20 Räuber der Nachtelfen tötet. Wie, stehen die vorm Tor? Oh nein, jetzt müssen wir Nachtelfen töten. Warte mal, ich schmeiß mal hier so eine Granate. Ach du Scheiße. Ey, der da, pass mal auf den da. Achtung! Ah, wo schmeißt du denn hin, Sommer? Warte, hier, ja, Achtung, jetzt! Und? Hey, oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er! Achso, muss erst annehmen. Wir müssen zum Haupttor, okay? Ich komme. Wo ist denn das Haupttor? Ach du Scheiße, muss ich wieder latschen. Kann ich nicht auch. Gibt's nicht noch einen Beschleuniger? Ey, ich bin gestand worden, ey. Was macht er da? Braucht der Hilfe? Aber er ist ein 63er, der schafft das alleine, oder? Er ist ein Paladin, der muss das schaffen. Ein Tauren-Paladin sind unbesiegbar, alter Schwede. Ein Tauren-Paladin kriegst du ja nicht klein. Die kriegst du ja nicht tot. Der schafft das schon, oder? Der schafft das alleine. Wir kommen. Oh, am Tor wird angegriffen. Oh, OGMA wird angegriffen. Hallo! Achtung! Ach du Scheiße, OGMA wird angegriffen. Hier! Granate! Oh, guck mal, ich kann ja Ziele schmeißen. Das wusste ich ja nicht. Ich dachte, man kann man nur eine schmeißen. Warum sagt mir das Kinder? Warum sagt mir Kinder, dass ich. Da kommen sie! Achtung, ich schmeiße! Schmeiß sie! Angriff! Wir verteidigen OGMA! Sag mal, seit wann sind denn die süßen, ruhigen, wunderbaren, wundervollen Nachtelfen so aggressiv? Was ist denn da los? Was ist denn mit denen los? Warum seid ihr denn so aggressiv? Ihr habt ja ein Aggressionspotenzial. Das kann ja nicht wahr sein. Guck dir mal an, wie aggressiv die. Warum greifen die uns denn an in unserer Stadt? Wir haben denen noch gar nichts getan. Was ist denn mit den Blutelfen, mit den Nachtelfen los? Na sag mal. Nur weil der Goblin gesagt hat, wir greifen Eschental an und der dicke Ork, das heißt ja nicht, dass wir das machen. Wir können ja die B noch entlassen, dann komme ich mit der Hypnotiker und dann entlasse ich die. Und dann machen wir mit den Nachtelfen wieder einen Frieden. Ey, dann hört mal auf, mich anzugreifen, wir sind fertig. Ey, sag einmal, sucht euch doch einen anderen Schredder, den ihr angreifen könnt. Oder seid ihr Schredder für die Schisten? Na, hör mal jetzt hier. So, was haben wir? Gut gemacht, Kyaka. Sie haben sich noch nie mit jemandem wie euch angelegt. Ja, na, die sind doch friedlich. Was hast du denn schon wieder? Was hat denn der Goblin schon wieder angerichtet, dass die Nachtelfen so aggressiv sind? Den werde ich jetzt mal, wenn ich mit Hypnotiker komme, kriegt der was auf den Kopf. Oh nee, ich kann doch jetzt nicht den Baum Gott töten. Bitte nicht. Verwendet den Schredder, um den Irrtum von der zu vernichten. Nee, bitte nicht. Mann, ich hab mich immer davor niedergekniet und hab den angebetet und so. Ich kann doch den jetzt nicht töten. Das ist ja so, als würde ich den Mob von Monte töten, Mann. Den Mob, den Feini von Monte töten. Das kannst du auch nicht machen, Mann. Um das Irrtum von der Spitze zu vernichten. Notfallersatzscheiben stehen am hinteren Tor vom OGMA zur Verfügung. Nee, ich möchte aber den nicht töten. Und hier, und Andi, Andi, Hallöchen, Andios, Ditsch, geh mal pfeif, schön, dass du reinschaust. Und Schmerlin, Ditsch, geh mal pfeif, schön, dass du... Mann, den ich euch gerade gezeigt habe, den Waldgott soll ich jetzt töten. Ich kann doch den Waldgott nicht töten, Mann. Ich hab den immer eben nicht gefreut. Das ist gemein. Ja, da greift mich... Hör auf, mich anzugreifen. Ey, ich werd angegriffen, sterbe. Boah, das mache ich aber nur eh mal. Ich töte doch jetzt nicht den Waldgott, Mann. Warum rufe ich so langsam? Ich bin kaputt. Da, guck mal, ich bin kaputt. Terminator kaputt. Guck mal, Terminator kaputt. Mann, ich kann doch den nicht angreifen. Oh. Ich hab den doch lieb, Mann. Ich hab den doch lieb. Ich kann den doch jetzt nicht töten, Mensch. Das ist pervers.
Schon schlimm genug, dass ich die Hirsche hier immer töten muss. Was sollen denn die Grünen dazu sagen? Kein Wunder, dass die Nachtelfen uns angreifen. Wer hat sich das ausgedacht? Den werde ich jetzt töten in Orgrimmar. Wer, wenn Orgrimmar ist dafür verantwortlich? Den töte ich. Die wen da vorne, die werde ich töten. Der Goblin und der Typ, die sterben. Der wird sein Lebensabend nicht zu Ende leben. Dann komm her, dann muss ich dich, du wirst aber... Oh no. Ach du Scheiße, jetzt kommt er. Was soll ich jetzt machen? Ich will dich ja nicht angreifen. Wieso will ich denn? Wieso will ich denn? Aber nicht schön. Oder? Das ist nicht schön. Kommt er gleich wieder? Hat er ein ganz schneller Reconnect-Dingsbums? Weil er will sehen, ob der wiederkommt. Dann ist alles wieder schön. Komm, wiederbelebe dich. Sei Natur. Natur. Löst er sich auf? Ne? Also manchmal hat er die Gefühl, der löst sich so ganz langsam auf. Oder so. Nicht traurig sein, er steht wie aus. Zaubern wieder auf. Meinst du, um Gottes Willen? Da ist er wieder, guck mal. Ach, der hat nur markiert, der ist gar nicht tot gegangen. Guck, der hat nur so getan. Da ist er wieder, Gott sei Dank. Er lebt wieder. Er lebt wieder, da ist er wieder. Da ist er wieder. Dann kann ich ja wieder nach Hause gehen und dann töte ich die, die dafür verantwortlich sind. Er ist wieder zurück, die Blume, er hat sich zurückgeblumt sozusagen. Ich habe irgendwie einen defekten Mesh-Varior hier, oder? Ich habe einen defekten Mesh-Varior. Mein Gott, das hat mich jetzt aber selig mitgenommen. Heute Abend werde ich mich wieder in den Schlaf weinen müssen wegen dieser Scheiße. Das ist traurig. Gott sei Dank gibt es jetzt gleich was zu lachen. Achtung, ich werde angegriffen! So. Komm ich zurück. Der Goblin hat Schuld, oder? Die dumme Saudi. Die wird da. Muss ich absteigen, oder was? Jetzt. Ey! Ja, Herr Grabbit, Ihnen ist schon klar, dass wir gerade den Waldgott getötet haben und wissen Sie, was das bedeutet? Dass Sie auch dem, wenn das die Hordenanführerin, die nächste Hordenanführerin, die Hypnotiker mitbekommt, dann ist dein Leben zu Ende. Also, ne, dann wirst du wahrscheinlich zu den Verlassenen gehen und dort wirst du sehr lange sehr verlassen sein. Das kannst du glauben. Also wenn ich das jetzt meiner Freundin erzähle, dann wirst du Probleme haben. Das kannst du aber glauben. Wollte ich dir nur mal so sagen. Ich bekomme hier einfach keinen Respekt. Und du brauchst ja nicht versuchen zu entkommen, weil das ist eine Magierin. Du brauchst ja sich denken, dass du nach Beutebucht abhaust oder so. Oder keine Ahnung, nach Gazetano, wie das heißt. Die findet dich überall. Ja, da hast du keine Chance. Also da hast du jetzt erscheint. Das hättest du jetzt nicht machen dürfen. Mit dem Baum, das hättest du nicht machen dürfen. Die Hirsche, die waren ja schon randwertig, das war schon gefährlich, aber den Baum zu töten, die wissen genau, dass die Hypnotiker, die Freundin von mir, dass die den Baum liebt. Also wenn die das mitbekommt, dann kannst du aber warm anziehen, sagt ihr. So, und was jetzt? Jetzt krieg ich eine Axt, ja? Und dann schenkst du mir noch eine alte Axt. Sag mal, wie sieht die denn aus? Boah, so eine Metallaxt. Alter Schäde. Kommt natürlich nicht an meine. Wisst ihr, die Axt, die Äxte, die ich hier halte, wisst ihr, was das für Äxte sind? Diese hier? Das ist die Axt von Orgrimmar. Tja, geil, wa? Ich halte zwei Äxte, die Axt aus Orgrimmar halte ich in den Händen. Also, die ist jetzt gemorpht. Also, im Real Life sehen die jetzt anders aus. Aber ich habe die halt gemorpht, dass ich wieder. Also, die Original, die kannst du natürlich in Orgrimmar irgendwo kriegen. Das ist die Axt aus Orgrimmar. Geil, ne? Passt ja zum Org. So, zum Ohrkrieger. Na gut, dann nimm mal her deine alte Delumpe hier, was du mir andrehen willst. Ja, denn, sag mal, ihr habt mit den Geräten gut gearbeitet. Beeindruckende Darbietung. Naja, wirst du. Bleib stark! Oh, verteidigt Orgrimmar. Naja, gut. Warte mal. Findet Holzhacke-Zinger um Umschlagplatz der Raketenbahn. Wir haben noch so ein Raketenbahn-Ding, oder? Dann passt das wieder zusammen. Ach los, keine Dummheiten!
Ja, wie gesagt, ich sag dir nur, also ich an deiner Stelle würde das nochmal alles regeln. Ne? Und dann bereite dich am besten darauf vor, halt auch zu sterben. Ne? Also, ja. Gut. Vielleicht war der Baum ist wieder auferstanden. Du hast Glück gehabt, der Baum ist wieder auferstanden. Vielleicht wirst du vielleicht nur für 500 Jahre Sklavenarbeit machen müssen oder so. So, also bei dem Verlassenen als Untoter, ne? Ist ja klar. Gut, haben wir das mal erklärt. Gut, das andere lassen wir jetzt mal. Wir müssen jetzt erstmal aufhören. Wir gehen jetzt wieder rinnen. Und wir haben jetzt eine wunderschöne. Ich kann die noch nicht mal morphen, oder? Da steht nichts mit irgendwelche Dings oder so. Naja. Also Crab. Richtiges Crab. Der sagt es ja mal so wie hier, Kick. Der sagt immer, wollen Sie das annehmen? Aber wenn da nicht steht, dass du dieses Muster noch nicht hast, dann zählt es nicht. Oh ja, mal reparieren ist eine gute Idee. Freunde der Gruppe, sehr geil, vielen Dank. Gutes Geschäft. Sehr, sehr zuvorkommend. Kannst du mich noch zurückfliegen zum Angelmeister? Das wäre cool. Kannst du mich zum Angelmeister noch zurückfliegen? Sehr geil. Das wäre geil. Stolpert! Achso. Hä? Konnte der Drache morphen? Kann der Drache morphen? Hä? Hä? Bumpi-bum. Bum-bum. Warte mal, ich bin jetzt Level 28. Noch 10 Level, Leute. Dann bin ich ein 30er. Ja, der kann fliegen. Zwar sehr langsam, aber er kann fliegen. Dann kann er über den Berg rüberfliegen, wenigstens. Ja, rechts. Nee, rechts. Ja, geradeaus noch ein Stück. Noch. Ja, genau. Ja, danke schön. Absteigen, bitte. Tausend und einen Dank. Gedankt, warte, ich bedanke mich nochmal. Ich knie nochmal kurz nieder vor den erhabenen, mächtigen Drachen. So, einmal niederknien vor den erhabenen, mächtigen Drachen. Möge der Engel mich segnen, dass ich auch weiterhin eine starke Kriegerin sein kann. Der Drachen ist ein Drachen, eher Weibchen, Frau, Mann, Flugdrache, verstehst du? Danke, lieber Engelsdrachen, Feen, Tante, Dingsbums. So. Okay, krieg ich noch einen Lutscher? Weißt du, brav war? Nee. Kein Lutscher. Dann gebe ich dir auch noch ein Küsschen. So. Vielen Dank. Die Schwanze, mal die Riesenzunge. Warte, so, Bella kriegt auch noch. Ein Orkwesen. Bella kriegt auch noch einen orkmäßigen Schwanzer sozusagen. Fehlt noch Küsschen beim Engel. Hab ich gemacht. Alles fertig. Alles richtig. Haken wir hier. Wunderbar, haben wir es alles. Warte mal, ich schmeiß mal die Lumpe raus hier. Ich habe noch mehr Lumpe in der Tasche, aber das lasse ich als Platzhalter, damit ich nicht immer wieder überlegen muss, was ist hier Rüstungsteil und was nicht. Nicht, dass ich irgendwann mal, warte, ich ziehe es trotzdem an, auch wenn es eigentlich Blödsinn ist, aber vielleicht, warte mal. Ja, eigentlich ist es Blödsinn, aber... Vielleicht merkt er sich das ja doch irgendwann und dann zeigt er das irgendwann an oder so. Weil ich zwar nicht glaube zu 99,99%, aber man kann ja manchmal nicht so blöde denken, wie es manchmal ist. Also besser, man macht, zieht es trotzdem immer an, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert. Weil halt steht ja da, dass das Muster, weil da kein Musterding steht, aber man kann ja nie wissen. Warte mal, hier ist noch den Sperrbefehl abgeben. Aber den müssen wir an der Trabrennbahn, wollte ich schon sagen, an der Trabrennbahn abgeben. So, Schwingeling. Spürst du die Trabrennbahn? So, dann halt jetzt den einen schon auf 28, die ist schon auf 24. Die zwei Hordler, Tamus ist auf 30, hat sie geschafft. Ranak ist 23. Moonstone ist auch schon auf 28, das ist die Schattenpriesterin. Kezara hat sich von Level 13 hochgearbeitet auf Level 21. Vishnu ist auch schon über 20 jetzt. Die können jetzt alle schon schnell reiten, Gott sei Dank. So, also für die YouTube-Leute, wisst ihr Bescheid, wir müssen jetzt machen jetzt Wortsteintag. Und diesmal seid ihr wahrscheinlich noch nicht eingeschlafen, deswegen kann ich jetzt für die YouTube-Leute sagen, Hauptsache hat euch ein kleines Stückchen kurz mal ein bisschen gefallen und so, ne? Es war eine kurze WoW-Aufnahme. Wir sehen uns bei den langen Aufnahmen wieder. Ich beende mal die Aufnahme jetzt. War kurz, freudig und freudvoll irgendwie so vielleicht. Immerhin auf jeden Fall Wissenswertes. Da war viel Wissenswertes dabei. So, los, Abflug.